Horror Nights. Wir wollen heute auf ganz gefährliche Ufer gehen. Und zwar wollen wir das neue große Update von Phasmophobia spielen. Mit dabei, Inari, grüß dich. Wuhu. der Bisa. Hallihallo. Und der gute Wolf. Moin, moin. So, Bisa und Inari kennen das Update schon. Wolf, dann kommen wir mal kurz zu dir. Wie gespannt bist du, was sich geändert hat? Ich bin sehr gespannt. Also ich lasse mich natürlich überraschen. Lässt dich überraschen. Ja, eins und allein die Geister habe ich mal nachgeschaut, aber das erzähle ich dann, wenn mein Video auch läuft, damit ich es nicht zweimal erzählen muss. Ah, ich verstehe. Willst du in deinem Video denn dabei haben, was sich geändert hat? Weil das würde Wäre ich jetzt. vielleicht ganz gut. Weil das würde Wäre ich dir ganz nämlich. gut, wenn der Raum dann einfach schon offen ist, dann kann ich das nämlich Ja, das ist gleich kein mitmachen. Problem. Dann öffne ich doch jetzt ein Räumlein. Räumlein, Räumlein in der Hand. Privates Spiel, öffentliches Spiel, privates Spiel erstellen. Und da der Wolf das ja nicht mag, wenn ich das. Oh, jetzt ist auf der Außenseite das Bild leicht verschwommen. Ist das bei euch auch so? Ja, das Ja. ist Fokus. Oh. Interesting. Wo schmeiße ich denn das am dümmsten rein? In Spiele links. Da. Aber ja, ihr Oder? zu 14 ist es egal. Na dann. In Spiele links, sie haben den Gruppennummer. Numero, du Uno, der Rade, du Ululululu. Ja. Aha. Und damit die anderen auch So. was sehen, Ich gehe auch mal live. gibt es hier mal ein bisschen. Oh, warte mal. Darf ja hier das Licht nicht anhaben. Warte mal, warte mal. Dann machen wir nochmal aus. Wir wollen das ja hier, wir wollen ja hier düster, düster schrecklich haben. So, besser. Aber, damit ihr mich sehen könnt. Was? Ich muss noch. Nope. Stell doch einfach die Leute Uah. stumm. Nein, alles gut. Alles gut, gib mir einen Moment. Ich muss nur erstmal hier meinen. Weil ich bei mir Push-to-Talk anhab. So. Das ist richtig. Warum? Du musst doch jetzt einfach nur die Regel da rüberschieben. Ist kein Problem. Ich tue einfach Finde ich jetzt Inari, ich keinen tue einfach großen Inari, Aufwand. ich tue einfach Inari stumm schalten. So. Und nächstes Mal, wenn ich mit Inari spiele, höre ich sie einfach nicht. Das ist richtig. Nee, ich meine nicht im Spiel. Nicht im. Ich tue es in Discord, tue ich sie jetzt muten. Ich möchte gerne deinen Spielsound haben. Und nicht den Discord-Sound. Ich möchte Inari leise hören, wenn sie weit weg ist. Und don't die, Kenny! Hier wird's wohl gruselig. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Wie wirft man noch mal? Ah, mit G. Uah. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Das ist gar nicht wahr. Jetzt stehe ich an der gleichen Stelle. Das sagst du jetzt so einfach in deinem jugendlichen Leichtsinn. Wie geht's dir sonst so? Wartet kurz. Ihr müsst ja auch erstmal das Spielsound haben von mir. So, hier. Jetzt habt ihr Spielsound. Und weil Mich der. hört man halt nur, wenn ich eine Taste drücke. Das ist ja Ja, auch. aber kannst du mal bitte zu Bisa rübergehen und mal kurz Moment, reden? Moment.
dass ich dich auf die gleiche Lautstärke mischen kann. Und danach bleibt ihr stehen. Es kann halt sein, dass ich rede und dabei vergesse, die Taste zu drücken. Also. Oh Gott. Ich habe seit Jahren nicht mehr mit über den Spielesound gespielt. Ja. Jemand anders noch was sagen? 3, 4, 68, 95 und die Zusatzzahl Bratwurst. Inari, bleib doch mal bitte da stehen. Die steht jetzt neben dir. Macht keinen Sinn. Du. Inari. Ja. Ich kann mich auch hier hinstellen. Oder wir versuchen gerade einzupingen. Dementsprechend wäre es gut, wenn wir immer auf einer Distanz bleiben. So, Inari, noch mal was sagen. Mit Hallo? Push to Talk. Inari. Ja, wer? Ja, wenn du meinen Namen nicht sagst, weiß ich nicht, dass ich was sagen soll. Doch, hat er doch 3-4 Mal gesagt. Nee, du hast 3-mal gesagt, sag was, nee. Und dann kam Inari. Nee, es kam immer Inari davor. Okay. Das gut, kam das bei mir halt passen. Nicht an, weil. So, dann bitte alle stehen bleiben und das gleiche Spiel muss ich jetzt machen. Also, Wolf, sag was. Ja, hallo, moin, wie geht's? Schön, dass wir alle hier sind. Gut. Inari, sag was. Ja, ich sag was. Isa, sag was. Hallihallo und herzlich willkommen. Okay, ich muss den ganzen Spielsound ein bisschen hoch machen, aber ansonsten seid ihr alle gut. Perfekt. So, den Sound einfach so ein bisschen hoch ticken. Tack, digi, tack, digi, tack, digi, tack. Ticke, tacke, ticke, tacke, ticke, tacke. Und ansonsten seid ihr wunderbar zu verstehen, glaube ich. Aber Don't I Kenny kann mir das bestimmt sagen. Wie gut sind sie zu hören? Hast du sie alle gleich laut gehört? Hast du sie alle überhaupt gehört? Und wenn nicht, dann wie viele? So, ich kann ja hier schon mal einen Job wählen. Komm, wir fangen erstmal mit einem Streethouse an, weil ich will nicht Prison anfangen. Verständlich. Da kriegt mich das, soll ich noch. Ich müsste mal echt durchgehen, was ich nicht habe und was ich habe. Ein Dots-Projektor. Gut, dann würde ich jetzt aber kurz mal meine Aufnahme anmachen, wenn es recht ist. Ja, machen Sie das. So, Leute, und damit grüße ich euch zurück zu Phasmophobia. Lang, lang ist es her. Es gab ein paar größere Änderungen. Wie man hier sieht, die Grafik ist ein bisschen anders. Man hat jetzt auch mehr einen Fokus darauf. Man hat eine leichte Bewegungsunschärfe. Und hier drüben sieht aus, als ob hier Equipment liegt, das nicht mehr verwendet wird. Und mit dabei sind heute die gute Inari. Die nix sagt. Inari. Ja, die gute Inari halt. Okay, Bisa ist auch dabei. Hallihallo. Also ich habe was gesagt. Hört man mich? Jetzt hört man dich, ja. Ich habe aber die ganze Zeit gedrückt und was gesagt, deswegen. Das sind Gründe für mich gegen den Spielsound, aber ja. Es könnte sein, weil du in der Einstellungsmatrix warst. Das sind die... Und Hutz ist auch mit dabei. Ja, grüßt euch. Ich spiele erst noch mal eine Runde Basketball. So. So, was gibt's Neues? Es gibt... Ja, mach erst mal weiter. Also, ja, sind hier diese Gegenstände, du hier siehst, die Kerzen mit den Kerzenhalter sind neu. Das Kruzifix ist neu überarbeitet worden. Oh, ich will auch. Ach, das sind gar keine alten Gegenstände, die sie aussortiert haben, sondern das sind die neuen. Sind neu. Und okay, dann sind alle Gegenstände, die wir bisher hatten, aussortiert. Und guck mal unten in die Kiste. Da ist ein in die Kiste, die leicht geöffnet ist. Oh, das sind Nekromonten. Da sind die alten Gegenstände. Ach, da? Das sind die alten Gegenstände. Ach, lustig. Ich verstehe. Sehr schön, das heißt, wir haben neue Gegenstände. Wir haben auch 2 neue Geister. Nämlich, da muss ich jetzt mal kurz auf meine Wikipedia-Einträge zurück. Du willst also eigentlich deinen Spickzettel nutzen? Das sind offenbar skandinavische Geister. Das sind die Seelen von Kindern, die von ihren Müttern umgebracht wurden. Und die wandeln über die Erde, um jemanden zu finden, der sie wirklich dann feierlich begräbt. Zumindest
So Wikipedia. Und dann haben wir die Goryeo, das sind wohl tote Adlige, die sich märtyrerhaft geopfert haben und auch irgendwie so ein bisschen ehrenhaft sind. Okay. Okay. Aber Bisa, da gibt's doch noch mehr. Was hat sich noch geändert? Gibt's eine neue Map? Nein. Es gibt keine neue Map. Schade. Aber ihr könnt ja mal alle Schiff drücken. Schiff. Und rennen. Oh, wir können rennen. Oh, das ist nice. Wir rennen auf einmal schneller. Oh, ich bin außer Atem. Genau. Okay, das heißt, man hat jetzt tatsächlich eine richtige Sprintfunktion. Man hat hier 2 Sekunden richtiges Sprinten, danach 4 Sekunden verlangsamtes Tempo. Also verlangsamtes Tempo. Beziehungsweise du kannst nicht sprinten mehr. Okay, finde ich gut. Gefällt mir. Aber ich bin doch der Dauerläufer. Gefällt mich. Erzähl mir mehr. Ja, es sind neue Gegenstände hinzugekommen, nämlich der DOTS-Projektor. Der macht die Geister in der Umgebung, wenn sie da Aktivität machen, sichtbar. Oh. Aber nur Geister, die drauf reagieren. Wenn der Geist reagiert, ist es ein Beweis. Ah, verstehe. Das ist doch schon mal wichtig. Und da sind wir auch schon zu dem anderen Punkt gekommen, der neu ist. Ein neuer Beweis ist hinzugekommen. Ja, der DOT. Wahrscheinlich dieser Projektor. Genau. Ja, und du hast uns auch gesagt, die Beweise für die Geister sind durchgemixt, ne? Genau. Damit dieser neue Beweis ordentlich und gleichmäßig verteilt werden kann. Und auch die 2 Geister, die neuen, eingefügt werden können, ohne dass zum Beispiel 5-mal Gefriertemperaturen sind. Nein, alles kaputt. Na gut. Und der Hutz macht alles kaputt. Ja, das ist ja normal. Sind eigentlich alle gut zu hören, das ist doch wunderbar. Also keine neue Map. Schade. Das wäre jetzt auch noch geil gewesen. Aber gut. Die Grafik wurde geändert. Man kann nicht alles haben. Das ist richtig. Das ist richtig. Ist ja immer noch im Entwicklungsstatus. Das ist es ja. Und dementsprechend dürfen wir um alles, was Neues, uns immer bedanken. Genau. Ja, dann. Ich hab schon mal hier das Haus und ausgewählt. Man braucht die Kameras nicht mehr anzuschalten. Die schalten sich jetzt automatisch an, wenn man den Truck verlässt. Ah, nice. Und auch die Fotokameras. Das ist ein Quality of Life Ding. Werte Herr Duke, haben wir diesmal alles dabei? Nicht, dass wir wieder losrennen? Und ich habe alles gekauft. Dabei. Ich habe alles gekauft. Ich kann Kerzen reinwerfen. Okay. Ich habe immer noch unheimlich viele Kerzen. Ich habe 4 Kerzen drin. Ich hätte noch 199... Feuerzeuge hatte ich. Entschuldigung, nicht Kerzen. Feuerzeuge. Ich hatte 199 Feuerzeuge noch. Warum hast du so viele Feuerzeuge gekauft? Weil ich wissen wollte, wann es aufhört. Ich will bis 999 Feuerzeuge kaufen. Ah ja, ihr könnt ja mal alle in den Shop reingehen. Kaufen, ja. Ihr seht jetzt einmal Hauptausrüstung. Ah, und optionale Ausrüstung. Und genau. Wo ist die optionale Ausrüstung? Weiter unten. Weiter runter scrollen. Ich bin dran vorbeigescrollt. Einmal mit Profis. Das Feuerzeug ist immer noch das günstigste. Ich mal ordentlich ein. Ja gut, da kaufe ich gleich nochmal. Ja, also Minimum ein Feuerzeug muss Minimum wieder sein. Jetzt haben wir 200 Feuerzeuge. Das ist ja Pflicht. Ja, aber ich will so einen Dot-Projektor, weil davon habe ich noch gar keinen. Ja, da habe ich. Weißt du, was ich extrem lustig finde? Was wir für einen Levelunterschied haben? Ein bisschen, ja. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet, muss ich gleich mal gucken. Ja, also wir spielen ja jetzt nicht so viel. Also ich für meinen Teil besonders, weil... ja. Aber ich bin trotzdem dabei und gebe mir Mühe und ich folge natürlich der Regel. Ja, der Punkt ist halt der, dass dir im Grunde genommen das Level eigentlich gar nichts bringt. Das zeigt halt nur, wie oft du gespielt hast, aber ansonsten hast du davon ja nichts, dass ich ein bisschen doof noch bin. Ja gut, aber das bedeutet auch, ich habe ein bisschen weniger Erfahrung, ich gehe das Ganze Ich wollte gerade sagen. Das hilft mir halt jetzt in der aktuellen, mit dem Update gar nichts mehr. Sehr gut. Ich bin ja nicht umsonst gestern 2-mal gestorben. Das ist gut. Nicht 3-mal? Ja, ich gehe nach...
Ich gehe nach der Philosophie. Nein, das letzte Mal habe ich überlebt und wir haben nur 3 Runden gespielt. Ah, stimmt. Du erschreien direkt, wenn du an neben mir. Selber schuld. Okay, ja, muss Inari noch weiter runterdrehen. Also Inari ist bei mir auf 60%. Ja, das Problem ist, wenn ich Inari weiter runterdrehe, dann tut sie aber nicht, wenn sie auf der Distanz ist, so wie ihr ins Gelbe pingen. Nur das Problem ist, wenn sie neben mir steht, pingt sie halt ins Rote. Ja. Ja. So, ich mach auch bereit. Ja, ich bin dann auch bereit. Geh rein. Soll ich dann starten? Soll ich den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre. Gut. Dann knallen wir mal den Zünder. So, wie sieht denn der Truck jetzt aus? Naja, so optisch hat immer der noch sich... Genau. Ich wollte gerade sagen, der hat sich optisch hier nicht verändert. Nee, wir sind... Ihr seid beide Zwillinge. Bin ich eigentlich noch ich oder bin ich jetzt auch einer von euch? Nein, du bist du, ich bin ich und wer ist wir? Ihr könnt ja mal auf die Kamera schauen. Kamera. Es gibt nur eine Kamera. Wo man sehen kann, welche Kamera und wie man sie bedient. Jojo. Das hat sich ein wenig alles verändert. Hat das sich? Und die Ablageorte der Gegenstände sind auch anders. Ja gut, das ist für mich jetzt vollkommen irrelevant. Stimmt, jetzt liegen die Stative mit drin. Genau, die starken Taschenlampen sind diese schmalen Taschenlampen da. Das ist jetzt das die Salz, oder was? Drücker. Ist das genau. Salz? Die orangen Drücker sind die UV-Lampen. Ghost Hunt Salz, okay. Ah, verstehe. Irgendjemand hat sich schon Sanity-Pillen geklaut? Dass die starken sind und du sagst genau. Ich glaube, ich habe 3. Ich habe 3. Ich habe eine vergessen. Entschuldigung. Okay. Hier, das sind die kleinen. Sind das die Taschenlampen? Nee, das ist das Schwarzlicht. Nein, das sind die UV-Lampen. Das will ich ja, das, da habe ich auch schon eins aufgesammelt. Okay, das will ich nicht. Das will ich wieder ablegen. F, G, weg. G. Ist das die Taschenlampe? Thermometer sind jetzt blau. Das sind die starken. Das sind die starken? Ja. Okay. Oh, das Geisterbuch. Nehmen wir noch mit. Und genau. Ist geschlossen. Ja, kommen Sie einem Geist während der Jagd, lassen Sie Geist durch Salz wandern, erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von unter 25. Ah, nehme ich noch eine Geisterbox mit, was Schee macht. Jo. Müssen wir Generator anmachen? Ja. Oh, das sieht alles viel besser aus. Angeguckt, wo der ist? Die Sicherung ist in der Garage. Aber das Buch ist zu. Muss ich das jetzt irgendwie öffnen? Ja. Wenn du es hinlegst mit F, öffnest du es automatisch. Ah, also man muss es hinlegen und... Oh, auch die Häuser sehen anders aus. Könnt mir erzählen, was ihr wollt. Das Haus sieht anders aus. Doch, das hat sich verändert. Nein, das ist genauso. Nein, das sieht anders aus. Ja, vorher ist man woanders rein. Vorher ist man woanders reingekommen. Auch. Bist du hier? Nein, das ist die neue Map. Die neueste Map ist das. Bist du hier? Das ist... Stimmt. Das ist das Willow Street. Die habe ich nur einmal gespielt. Ah, dann habe ich die noch gar nicht gespielt. Doch, du hast die auch mal mit mir gespielt. Okay, bist du hier? Er reagiert aber gar nicht. Kann es sein, dass das... Macht das jetzt nicht mehr, dass es anzeigt, dass du... Wie alt bist du? Schau mal in die Ecke. Da hast du ein Kreuz, was aufleuchtet. Ah. Oder ein Geist-Symbol, was eventuell aufleuchtet. Okay. Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wie alt bist du? Und unten irgendwas gefunden? Wo bist du? Nein, unten ist nichts. Bist du hier? Unten ist nichts. Bist du hier? Wo bist du? Gib uns ein Zeichen. Wie alt bist du? Wo und wie alt bist du? Ich habe gerade irgendwas gehört. Wo bist du? Leute, bei mir. Kommt mal zu mir. Wo ist bei mir?
Ich hatte eben für einen Moment auf meinem Thermometer Minus. Wo bist du? Oh. Wo bist du? Geh mal raus, weil Wolf, geh mal raus aus dem Raum. Wir wissen nicht, ob er... Wo bist du? Alleine. Wie alt bist du? Ich hab Minus. Ja. Hier vorne. Wo bist du? In der Küche. In der Küche? Ich hatte in der Küche, in der Küche. Wo bist du? Ja. Wo bist du? Wo bist du? EMF5. Okay, das Ding macht hier nichts. Das leg ich mal ab. Dann lege ich mal das Buch hier hin. F. Schreib ins Buch! Bist du hier? Wie alt bist du? Wo komme ich jetzt hin? Da ist der Ausgang. Bist du ein Kind? Bist du eine Frau? Ah, Arashi, grüß dich. Wie geht's dir? Und auch dir ein Huhu. So, also nehmen wir mal so eine Kamera. Kamera. Ah, nee, warte mal. Oh, er war ganz schön aktiv. Er war Teil. Erstmal mal so ein Ding. Kann ich das so aufstellen? So, ja, und dann kommt jetzt so eine Kamera. Einfach drauf. Nur aus der Hand nehmen. Dann stellst du es dran. Nebelig, as fuck. Aber irgendwie kriege ich das Ding nicht da drauf gestellt. Das ist auch eine Fotokamera. Ach, das ist jetzt die Fotokamera. Die Fotokamera ist jetzt schwarz. Ja, und. Das sind jetzt Camcorder. Nice. Nicer. Ja, es hat sich ein bisschen was verändert. Jetzt einfach... Muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, muss man halt erstmal wissen. Wie lustig, man kann die auch bestücken, während die noch in dem Areal liegen. Ja, das kann man machen. Das ist lustig. Das ist cool. Okay. Haben sie gut gemacht. Ich habe eine Kamera. Ich nehme auch. Ach, wie lustig ist das denn? Die klappt sich sogar auf und ich sehe sogar schon was. Was ich sehe auf der Kamera. Das ist auch cool. Angespannt und überfordert erzähle ich dir mal privat. Okay. Hey Hutz. Könnte ich auch mal wieder mitspielen? Exo, kann ich dir jetzt im Moment sind wir eine volle Runde, aber ja, klar, gerne. Gerne können wir auch mal wieder einspielen. Ich dachte, das ist in der Küche. Warum leuchten wir jetzt? Ach so, das ist die Küche. Okay, ich bin ein bisschen doof. Ja, ich bin ein bisschen doof. Schreib ins Buch. Und ja, Gefriertemperaturen. Ja, habe ich schon längst eingetragen. Habe ich euch doch am Anfang schon gesagt. Ja, ich habe noch gar nichts eingetragen, also. Und ja, aber J ist immer noch... Also wir haben EMF5. Okay. Ja, EMF5, Gefriertemperatur. Ja, das klingt doch schon mal gut. Und was ist das für ein komisches grünes Ding? Ja, das ist der Dot. Das ist das neue Item. Das kannst du hinsetzen und wenn der Geist in diesen Radius von dem Dot eine Interaktion macht, wird er kurzzeitig sichtbar. Ach, wie lustig ist das denn? Wenn er drauf reagiert. Ist auch fast überhaupt nicht von Paranormal Activity geklaut, aber... Ist vollkommen. Und Arashi, danke dir fürs Kraulen. Au. Ja, man kann es auch eine Razer-Lampe nennen. Eine Razer. Ich hole die nächste Kamera. Wir wollen mehr Kameras. Nee, warum ist die Kamera ausgegangen? Leute, kann es sein, dass der gerade in die Hand gegangen ist? Ah, und dann gehen automatisch die Kameras aus. Ja, beziehungsweise verschwimmen. Verschwimmen. Nee, also die ist ganz ausgegangen, die ich in der Hand habe. Kamera, die ich in der Hand habe. Sie kann auch ausgehen. Was auch neu ist, ist nur in der Nähe vom Geist flackert das Licht und machen Elektrogeräte. Oh, das macht's schwerer. Das macht's viel schwerer. Und habt ihr diese Störung im Bild von der Kamera gesehen? Das ist auch neu. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das finde ich aber sehr interessant. Gefällt mir. Exo, machen wir. Aber Inari macht sich gut. Exo, machen wir. Beim nächsten Mal, wenn Platz in der Runde ist und wir das spielen, schreibe ich dich direkt an. Kriegst du eine PM von mir und dann darfst du gerne mitspielen. Du lebst ja noch. Alles gut. So. Wir konnten. Aber die Kamera geht immer noch nicht. Das hat mir eben schon. Warum geht die Kamera nicht?
Nehmen Sie mal vom Ständer runter nochmal. Okay, und dann? Geh mal raus, so dass sie sich öffnet. Geh wieder rein. Sie öffnet sich erst, wenn du außerhalb vom Truck bist. Aha. So, jetzt. Jetzt geht sie wieder, oder was? Und ja, und jetzt geht sie wieder. Entweder sie blinkt rot hier, guck. Ja, sie blinkt rot. Hutz. Meine blinkt auch rot. Geh mal rein. Genau. Alles gut. Das heißt nur, dass sie auf dem PC überträgt, die Bilder. Ah, perfekt. Hat einer eine Kamera dabei? Nö. Wir haben Fußspuren? Ja, habe ich. Ja, nee, habe ich nicht. Ich hole eine. Buch. Sehr gut. Wir haben Buch. Geisterbuch. Damit haben wir einen Shade. It's a Shade. Du, 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 du. Uff, können ja morgen Nachmittag mal schreiben dann. Ja, klar. Können wir gerne tun. So, was ist denn? Sind denn noch Aufgaben? Entkommen Sie dem Geist während der Jagd. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geistzustand von... Haben wir gerade geschafft? Der Wolf ist gestorben. Neben mir. Ah, also ist er nicht entkommen. Aber den Geisteszustand haben wir jetzt geschafft. Nee. So, dann brauchen wir ja nichts mehr, außer den Geist. Geiststand haben wir geschafft. Ja, wir brauchen nur noch entkommen Sie dem Geist. Also, wir haben EMF5, wir haben Gefriertemperatur und wir haben Buch. Kann ich gar nicht aufnehmen. Also man kann... Das Graue ist das die alte Taschenlampe oder was? Das ist die normale Geist Taschenlampe. Entkommen bei der Jagd sollten wir nicht in so einem kleinen Haus machen. Nee, das ist schlecht. Okay. Dann, nee, das ist dumm. Dann haben wir das Buch schon... Wir haben Shade. Weiß nicht, ob man das Buch ist. Buch fotografiert? Noch mal reingehen. Ich gehe rein. Ich mach noch mal reingehen. Ich muss eh noch den Wolf fotografieren. Für die 5 Dollar. Frage ist, wo ist er gestorben? Ich bring dich hin. Übrigens, die Bücher Vikings sehen jetzt auch anders aus. Oh. Ja, cool. Die sehen echt nice aus. Der Wolf ist hier gestorben. Wonderful. Na, wie war das Spielen bisher? Bisschen schwierig. Bisschen schwierig, sag ich's ganz offen und ehrlich. Ist so ein bisschen schwierig mit dem Finger. Also nicht so einfach. Aber das neue Phasmo-Update ist echt nice. Gefällt mir. Gefällt mir, wie das neu gemacht ist. Sehen die Geister eigentlich auch anders aus? Nee, wahrscheinlich nicht. So, Wolf, wir haben einen Shade. Der ist aber gar nicht so schüchtern. Nee, es sind eben F5, Gefriertemperaturen und Geisterbuch. It's a Shade, aber wir haben gar kein Foto vom Geist. Der zeigt sich schlecht. Nee, ich habe 10% innerhalb der Zeit, wo wir drin sind. Du kannst ja nochmal reingehen. Du verlierst ja nichts. Das ist auch wieder wahr. Ja, das ist absolut richtig. Wir gehen da jetzt rein. Ich will. Du kannst auch noch einen Kruzifix. Stimmt, das könnt ihr auch noch mitnehmen. Du kannst ja auch noch einen Kruzifix hinlegen. Nehm alles mit. Wo ist es denn? Ich habe schon eins in der Hand und ich glaube, der Wolf hat eins dabei. Lumi, wie war dein Tag bisher? Wir gehen rein, es geht zu, du bist tot. Ja. Alle Gegenstände verloren. Lass fallen. Oh, guck mal. Guck mal neben dem Kruzifix, der Stift. Neben dem Kruzifix? Das ist der Geisterbuchstift. Ah, cool. Soll ich den mal fotografieren? Geisterbuch habe ich schon. Ne, den Stift. Gibt's eigentlich sowas wie einen Knochen noch? Zeig dich uns. Ja, gibt's auch noch. So, das bist du, der da rumläuft. Nee. Nein, das ist der Geist. Klonk, klonk. Aber ich wollte vom Wolf dem das Kruzifix klauen. Hallo. Gib mir ein Zeichen.
Willst du nicht? Magst du mich nicht? Der Wolf überhaupt einen Kruzifix dabei? Weiß es nicht, vielleicht hat Inari das Kruzifix gehabt. Nee. Na komm, geh mal raus. Sieht nicht so aus, ob er uns mag. Hui. Das ist cool, mit dem Spurten gefällt mir. Ja. Braucht sich das Kruzifix, Nox? Wahrscheinlich ja. Wahrscheinlich ist es immer noch so, dass du zwei Leben hast. Also, das Kruzifix zweimal getriggert werden kann, dann ist es weg. Gehe ich von aus. Jo. Das sollte es immer noch so sein. Inari, ich hoffe, du hast eingetragen. Inari redet nicht mit uns. Musst du auch immer sagen. Inari, gib uns ein Zeichen. Hallo. Und ja, mein Kruzifix lag bereits in der Küche und wurde abgeknabbert. Ah. Sehr gut. Aber es gibt noch den Knochenbeweis. Also den gibt es noch. Ja, den gibt es noch. So, wir nehmen einen neuen Job. Wollen wir noch kleiner Häuser oder wollen wir schon größer? Ich habe mindestens eine mittelgroße Map zu spielen als Tagesaufgabe. Ja, weil ich hätte jetzt Roadhouse. Prison oder Asylum? Roadhouse. Roadhouse. Dann starten wir. Wir machen erstmal einfach gemütlich. Roadhouse. Nicht auf Anfänger, wir wollen es als Profis spielen. Und wir machen bereit. Und natürlich kaufen wir, wie jedes Mal, wenn wir überlebt haben, ein Feuerzeug. Na, ja. Diesmal kaufen wir zwei. Wir sind heute nicht so. Ich bin bereit. Ich bin nicht bereit. Ich bin bereit. Wie ihr das andere geben, ihr Geld für Equipment aus Hutz für Feuerzeuge. Ja, hallo? Ja, wer weiß, wann er mal wieder auf dem Konzert ist. Und die, ja, stimmt, und, die Band, so. Und die Band schlecht ist und ich sie mit Einwegfeuerzeugen bewerfen muss. Nein. Ja. So. Da sind sie, die zwei. Achso, ich war ja am Überlegen, ob ich eine andere Person nehme, weil Bisa ja meine Person ist. Dann wäre ich die Frau geworden. Naja, nächste Runde. Ach, ich hätte mich auch geändert. Schön. Ich hab nicht mal dran gedacht. Besa, was ist denn gerade mit deinem Mikro los? Oder ja. Ist das nur bei mir? Nee. Fälschung! Oh! Besa, du musst dich entscheiden. Also nicht Mikrofon fressen und einmal in irgendeine Plastiktüte stecken und reden, also. Aber der Korken ist auf einmal plötzlich direkt neben mir rausgegangen. Das war sehr laut. Ja, es war sehr, sehr laut. Ich stand weit weg von ihm. Ich stand direkt daneben. Blom. Bisa, ich halte Abstand. Bisa? Der Bisa ist, man nennt ihn auch Mr. Tinnitus. Ja. Machen Sie ein Foto vom Geist. Bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Kindern Sie den Geist mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Sie heißt Lisa Clark. Die Lisa? Wunderbar. Die Clarkige Lisa. Oh, wir haben gar keine Kopfkameras. Nee, die waren im letzten Update noch ein bisschen verbuggt. Da war das Problem, wenn jemand gestorben ist, der eine Kopfkamera auf hatte und du dann auf die Kamera von der Kopfkamera geschaltet hast im Truck. Großes EMF sieht auch anders aus. Nicht das EMF. Stimmt, wo ist eigentlich das EMF hin? Ich hab's gerade in der Hand, es ist schwarz. Und es sieht gut aus. Also ich hab jetzt diesmal den Temperaturmesser, der sieht auch nice aus. Ja, den hatte ich letztes Mal, deswegen renne ich jetzt mit EMF rum. Ich hätte dann nächste Runde gern mal ein EMF. Ich lasse es dir. Dankeschön. Ich lasse es dir auch gern. Ich sollte vielleicht die Taschenlampe anmachen. Hat irgendeiner geguckt, wo der Dings war? Der Stromkasten? Entweder unten oder in der Garage. Ich glaube Garage. Bin gleich da. Hat jemand ein Foto? Ja. Hat hier liegt der Knochen direkt am Anfang von der Garage. Ja, nee. Hab ich. Nee, hab ich nicht. Ich hab ein Fotoapparat dabei. Ding. Ja gut, Garage. Weiß Bescheid. Kannst nicht verfehlen. Spiel ein Lied für mich. Naja, ich empfehle euch auch mal ein Fotoapparat in die Hand zu nehmen. Da zoomen jetzt die Bilder an die Seite raus.
Die zoomen an die Seite raus. Ja, stimmt, hatte ich vorhin gesehen. Mach hier mal ein bisschen Licht an überall. So, wir gehen mal in den Keller. Oh, hier piept's schon. Ich hör's. Im Eingangsbereich. Hallo? Im Eingangsbereich. EMF5. Oh, okay, wir kommen hoch. Im Eingangsbereich. Hier, wo es piepst. Ja, das mal oh ja, hier aber richtig. Oh, aber ich bist du hier? Hallo? Wie alt bist du? Ein bisschen älter als du. Bist du ein Kind? Nee, bin ich nicht. Bist auch du eine Frau? Auch das bin ich nicht. Bist du ein Mann? Das letzte Mal, wo ich geschaut habe, ja. Schreibe ins Buch. Schreibe ins Buch. Und zwar leserlich. Nicht mit Sauklaue und so. Okay, ich lass das mal hier. Ich find's interessant, wie schnell wir den Geist gefunden haben. Ja. Wow, ich find's interessant, wie schnell ich außer Atem bin. Ja, nach 2 Sekunden. Ich hab meine Kamera vergessen. Das ist aber schlecht. Ich wollte dich schon fragen. Warum offenbar, die Kamera nicht mit? Red, ich dachte erst, du kannst die jetzt tatsächlich wegrollen, aber kannst du gar nicht. Nein, nein. Ich will das mit dem Dots ja mal sehen. Also das interessiert mich. Ja, du hast im Grunde kurz bevor er eine Interaktion macht, siehst du seinen Umriss kurz. Das ist jetzt natürlich super mit dem Dot, weil ich glaube, der Kamera. Schreibe mal ins Buch, Kollege. Stimmt. Buch mal ins Schreibe. Guck mal nach Ort. Ich guck mit. Oh, Herrgott. Ich bin's nicht gewohnt, dass er außer Atem ist. Ja, du bist vor allen Dingen auch als Geist außer Atem. Das ist das Schlimme. What? Same what? So. Ja, das sieht ist das schon die Nacht? Ist das schon die Nachtkamera? Ja. Ja. Irgendjemand trägt da was durch die Gegend. Wie sieht's aus mit den Orbs? Nix. Nikese. Das? Er ist im Wohnzimmer. Was habe ich? Nicht. Was habe ich denn da in der Hand jetzt? Er ist im Wohnzimmer. Warte, was ist denn das? Stell mal die Kamera um. Ich weiß nicht, was ich da in der Hand habe. Ich habe nämlich im Wohnzimmer gerade 10 Grad gehabt. Ich habe irgendwas Komisches in der Hand und weiß nicht, was es ist. Ich bring's mal rein. Wie sieht es aus? Schwarz und rund. Warte, ich leg's hier hin. Zeig mal. Da, wo steht's? Das ist der Dot. Das ist der Dot. Ah, das ist der Dot. Dann kann ich den doch hier mal hindotten. So, und wie schalte ich den ein? Leg den Dot mal hier irgendwo hin. Mit F. Mit F. F. Hinlegen und F'en. Geht nicht. Nein, mit der F hinlegen. Ach so. In der Hand halten, auf den Boden gucken, bis so eine weiße Sache kommt. Und dann F. Genau. Also im Wohnzimmer sehe ich auch keinen Orb. Ich verstehe. Okay. Da muss man ja auch erstmal verstehen. Hier schreibt doch mal ins Buch, mein Kollege. Nee. Ich lege das mal zu dem Dot. Ja, vielleicht liegt das. Vielleicht ist er zu klein, kommt nicht an den Schrank. Schreib ins Buch! Bitte schreib doch mal ins Buch. Girodok, hi! Was kann der Dot? Der Dot kann den Geist deine kurz sichtbar machen. 47. Oh, hier geht's ab. Ganz schön niedrig. Putz ist der Geist, ich wusste es. Nein, ich bin nicht der Geist. Putz ist das Opfer. Die Jungfrau in Nöten. Nee, der Wolf war das Opfer eben. Richtig. Ah ja, und was sich bei den Knicklichtern geändert hat, die leuchten nur noch 60 Sekunden. Oh, das war nicht nett. Okay, schade.
Was ist sie das? Sind was sind die grauen Dinger? Sie sind. Die grauen Dinger sind die Räucherstäbchen. Sind die Räucherstäbchen. Nein, die grauen Vierecke. Das sind die Audio. Ah, Audio. Ist Audio nicht weiß? Ist Audio nicht weiß? Ja, nicht mehr. Nein, nicht mehr. Audiosensoren waren schon mal diese grauen Vierecke. Okay. Nee, das sind Lichter. Das ist ein Licht. Bewegungssensor mit Licht. Er lügt mich an. Macht Geiz kurz vor der Interaktion sichtbar, wenn sie darauf reagiert. Richtig, richtig. Genau, genau. Also das war nicht der Audio. Das ist doch der Audio, der weiße da. Und Bewegungssensor gibt es irgendwie gar nicht. Doch, das sind diese grauen Kästen, diese Bildkamera. Nee, das sind diese grauen sehen aus, als ob das diese Lichterding sind. Nein, nee, das sind die ganz grauen hier unten links, das sind Bewegungssensoren. Okay. Die wir vielleicht mal benutzen. Eine hängt da. Eigentlich alles für Hinweise bis jetzt. EMF5. Ja, und das war's. Ich mal ja, eintragen. Hat schon jemand die Kerze ausgeblasen vom Ich habe die Kerze noch nicht ausgeblasen, ich darf das nicht. Hab was gelernt, yay! Ich bin schon wieder außer Atem. So. Kerze hat gezählt. Aber ich will noch eine bauen. Oh Mist. Kurz weg im Wohnzimmer ist angeknabbert. Okay. Muss mal kurz die Kamera ablegen. Ah. Doof mit dem Finger. So, Feuerzeichen, Kerze, anmachen, nee, geht nicht, so, vielleicht jetzt. Warum kann ich die... Nimm das Feuerzeug ins Inventar, hab ich, und wenn die Kerze, drück mit F. Mit F? Ah, kann ich das Feuerzeug auch wieder ablegen? Kann ich die Kamera wieder mitnehmen. Welchen Bewegungssensor hat er angesprochen? So, wir gehen jetzt hier mit Kerze rein. Und halten die jetzt so lange in der Hand, bis das Wachs auf meine Hand tropft. Puste meine Kerze aus! Ja. Puste meine Kerze aus! Die Kerze hat er schon ausgeblasen. Nein, er soll meine Kerze auspusten. Ich kann mal Matthias Lampe aus. Puste die Kerze aus! Oh, er hat die Kerze aus meiner Hand ausgepustet. Wo ist er? Verdammt! Was ist tot? Wie das EMF eskaliert, ja, das ist. Ich komme als Kamera rein, falls du keinen hast. Hast du es inzwischen mal mit VR gespielt? Nee, Kirodok. Ich habe immer noch das Problem, dass ich VR nicht. Komme ich nicht mit gut klar. Leider immer noch nicht. Ich weiß nicht, wo er liegt. Ich liege im Kinderzimmer. Jag hier hin. Und sie geht schon wieder ab. Aber ich sehe sie nicht. Oh, hier geht's ab. Oh, da ist er. Sie krabbelt. Geht zum Wolf und der Wolf ist tot. Ich hoffe, ich hab's fotografiert. Ich glaube nicht. Nein, Wolf lebt auch nicht. Nein, die ist Alter, die geht ab. Wolf, du alte Leiche. Wolf. Ich hab's aber, glaube ich, fotografiert. Ja, aber Wolf, du alte Leiche, ich wollte dir mitteilen,
Das ist krass. Die, das ist eine Kriecherin. Also sie kriecht am Boden. Ja. Und sie singt. Ja, das habe ich gehört. Ich habe sie aber singen hören schon eine ganze Weile und dann kam sie erst irgendwann mal zu mir. Ja, sie kam dann zu mir in den Raum. Ja, das habe ich bemerkt. Sie ist echt weit gekrabbelt. Ja. Oh, wir reagieren. Lösen wir dieses Licht aus? Ja, wir lösen es aus. Wie lustig ist das denn? Ja, das ist ja ein Bewegungssensor. Natürlich lösen wir den aus. Den da übrigens auch. Ja. Bin mir nur nicht sicher, in welchem Zimmer dies wirklich ist. Also sie hat den Bewegungssensor im Wohnzimmer ausgelöst gehabt. Da warst du noch nicht tot. Okay. Schade. Ich bin ja eigentlich nur rein, um dich zu fotografieren. Ja, habe ich mitbekommen. Und danach war es... Wie alt bist du? Danach ist es instant... Bist du hier? ...instant ausgerastet. Ja. Box würde ich ausschließen. Dann ist sie instant ausgerastet. Okay, hat er schon irgendwas ins Buch? Ja, die mag mich, glaube ich, so viel wie dich. Ich hab's auch jetzt nochmal also gar nicht. Ja. Wir müssen uns halt langsam anpassen, weil das ist halt nicht mehr so wie früher. Ja. Es ist nicht mehr so, geh rein und das passiert dir recht wenig, sondern das ist halt richtig aggro. Ja, wir hätten wahrscheinlich die Türen zu halten müssen. Vielleicht ist da irgendwo... Ja, vielleicht. Wo ist denn die Taschenlampe? Oder stell mal die eine Kamera in die andere. Vor allen Dingen, als dein Hand losging, habe ich die Taschenlampe, die Inari gerade aufgehoben hat, versehentlich durch die Tür geworfen. Es ist definitiv kein Orb. Ja, das haben wir vorhin schon gesagt. Okay. Kein Orb. Habe ich das mit den Dots aber immer noch nicht gesehen? Ich will das jetzt sehen. Bleib jetzt hier stehen und will gucken, wie das mit den Dots aussieht. Ja, da schließe ich mich an. Vielleicht funktioniert das ja. Vielleicht ist es ja ein Geist, der auf Dots reagiert. Im Moment muss ich gestehen, ich habe auch den Geist nicht kommen sehen. Der wurde erst sichtbar, als er auf einmal hinter mir war. Was ich sehr lustig fand. Ich habe ihn gar nicht gesehen, weil in dem Moment, in dem die Tür aufging, habe ich einfach Fotoapparat abgedrückt. Ah. Und dann war ich instant tot. Also sie war da am Boden gekrabbelt, deswegen. Ich mach den Strom wieder an. Sie hat halt voll am Boden gekrabbelt. Ja, ich habe mir halt gedacht, jetzt ist egal, wenn die sowieso zu mir reinkommen, da kann ich auch ein Foto von machen und habe vielleicht noch was Produktives gemacht, bevor ich sterbe. Ich habe auch versucht, 2-3 Mal zu fotografieren, ja, weil ich jetzt gehofft habe, dass sie irgendwo ist, aber... Hörst du auch Musik? No chance. Nein, die Musik ist bei mir, alles gut. Okay. Guten Inari-Probleme. Hörst du auch Musik ja. Im Hintergrund? Da kommt irgendwie AC/DC. Highway to Hell. Ja, genau. Oh geil. Oh geil. Die Kruzifixe sehen so geil aus, wenn sie kaputt sind. Die leuchten jetzt rot. Okay. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Oh ja. Nice, das habe ich jetzt auch nicht gesehen. Nicht? Ich habe es gesehen, als ich dich holen wollte. 7 Grad sind keine Gefriertemperaturen. Nein. Super, wir haben keine Gefriertemperaturen, wir haben keine Box. Wie alt bist du? Wir haben keinen Buch. Wo bist du? Stimmt, das Buch. Wo bist du? Wo ist das Buch hin? Was? Wo ist das Buch hin? Es lag hier am Eingang. Ja. Es lag direkt am Eingang. Ja, aber es ist nicht mehr da. Ah, da. Doch, direkt an der Eingangstür. Ja, ich sehe es da, wir haben es gelegt. Ich glaube, der Dot hat gerade geleuchtet an den Bewegungssensor. Ja, ich bin der Bewegungssensor, ich bin da gerade durchgelatscht, um zu gucken, ob da noch ein Buch liegt. Nee, das Buch liegt hier. Bei Welcome. Ja, das. Also ja, irgendwie ist das ein sehr... Ja, wir können es nicht nehmen. Nee. Soll ich mal was reinschreiben, wie so ein Freundesbuch früher? Ja. Kannst ihnen ja mal eine endlose Aufgabe geben. Schreib mal rein, bitte wenden. Auf beide Seiten. Genau. Also der Dot flackert so ein bisschen, aber ich glaube nicht, dass das ist. Nee. Ansonsten passiert hier nichts.
Ich höre so ein paar Schritte, aber bist du das? Ich habe mich eben bewegt, aber das war ich nicht. Okay. Ja, doch, das bist du. Oder? Doch. Ja. Doch, bin ich. Bist du. Und die Frage ist, was kannst du noch machen? Sind wir in dem falschen Raum? Ich weiß es nicht. Irgendwie habe ich so das Gefühl, wir sind im falschen Raum. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die eher irgendwo anders spawnt. So oben oder so. Kann natürlich sein, wir haben ja hier am Treppenaufgang Dings gehabt. Ja, wir hatten am Treppenaufgang EMF5. Es kann natürlich sein, dass die hier oben genau drüber ist. Das genau hier, irgendwo. Der Raum. Ist ja Frechheit, ich kann als Geist das Licht nicht anmachen. Ja, wir können als Geist halt gar nichts, außer die Sachen bewegen. Oh, nee, ich wollte gerade sagen, wir sehen halt auch als Geist keine Gefriertemperatur. Hey, du hast einen Ball gefunden. Kein Atem mehr. Ja. Dementsprechend können wir auch nicht gucken, ob es hier oben sein könnte. Was klaust du? Becher. Ich habe ihn runtergeworfen. Hey. Und noch ein Becher. Schall das Licht an. Nö, sehe ich gar nicht ein. Ja, mal gucken, ob sie hier oben vielleicht das Licht anschalten. Und noch eine Tasse. Diesmal eine blaue. Ohlalalalala. Ui. Die fallen so schön runter. Boah, der Torso hier ist auch böse, den sie da hingebaut haben. Ja. Ja, Bisa hat einen Raid bekommen. Er hat nur, vielen Dank für deinen Raid. Dung, dung. Oh, der Laptop fällt nicht so weit. Allgemein. Schmeißen wir hier raus. Zack. Was haben wir hier noch? Ich hab noch Teller. Hm. Nicht schlecht. Teller sind schon mal ein Anfang. Hier die Dosen. Aber Teller fallen auch nicht. Oh Mann, ich nehme die Fernbedienung. Ich muss aber wieder hochgehen. Ich höre Geschreibe. Oh ja. Ins Buch geschrieben. Ja, nice. Was hat er denn geschrieben? Sehen wir nicht. Doch, wenn ich ihn knieße, siehst du es. Ja, aber nicht viel. Aber es war wohl ein Arzt. Ah ja. Er hat Unterschriften getestet. Haben wir hier irgendwo ein Buch, das wir denen zuschmeißen können? Warte. Ich kann mal. Oh, oben war, glaube ich, eins. Nee, warte mal. Doch, oben war eins. Ich glaube, ich habe oben eins gesehen. Hast du schon die Treppe runtergeschmissen? Nee. Muss ich erst suchen. Ich habe irgendwo oben eins gesehen. Ich muss nur. Ich glaube, das war eben dem. Er ist nur eine Tasse. Inari, pass auf, er ist gerade ein bisschen aktiv. Er ist jetzt gerade fünfmal durch die Bewegungssensoren gelaufen, aber das können auch unsere Geister gewesen sein. Ja, die schmeißen uns gerade Laptops in die Ich habe die Voodoo-Puppe gefunden. Voodoo-Puppe. Hoch, ich schmeiß den Laptop nicht umsonst zum Hoch. Das kapieren die nicht, das ist zu hoch. Ja, wir müssen... ja, das Buch mitgenommen. Welches? Oh. Das, wenn das geschrieben wurde. Ah. Ja, das wissen wir. Was glaubt ihr, warum ich das Zeug aufs Buch geschmissen habe? Die hören dich nicht. Ah. Ja, genau. Mit diesen Worten verließen sie ihn. Müllen werden auch Fingerabdrücke. Dann ist es der Müllen. Ich nehme Seife mit. Wer ist es? Ja, das kann ich eigentlich auch so bestätigen. Mylin? Also ihr sagt... Ihr sagt Mylin. 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 Was soll dann das letzte sein, was wir angeblich haben? Gut, also, liebe Geister, die uns beiwohnen, bitte rastet Mylin ein und dann rasten wir aus und
fahren weiter. Ja, fahr da einfach. Ja, ich guck mich hier weiter um. Da kann ich noch irgendwas Lustiges mitnehmen. Ah, ich hab ein Porträt geklaut. Ich will noch ein Foto zumindest. Nehm noch eine Tasse mit. So, geh mal raus. Sagen wir so, da der eine draufgegangen ist, weil er ein Foto von dem anderen gemacht hat, würde ich da gerne nicht reingehen. Aber warum nicht? Hab ihnen ein Foto mitgebracht. Oh nein, dann kommen sie ja in die nächste Runde. Hm. Naja, hast du noch eine Rose für sie? Ich glaube, Blumen kann man nicht rausnehmen. Deswegen, lass uns fahren. Aber da sieht man wieder, die Low-Level, die sterben hier und die High-Level, die überleben. Guten Abend. Gut geht's uns. Hallihallo. Ein Spirit. Einmal mit Profis. Wann hat er denn, was war ein Spirit? Wann hat er denn die Geisterbox benutzt? Oh nein. Warte im nicht falschen da, Raum. Da, wo vielleicht da. Wir waren im falschen Raum. Warte im falschen Raum. War wahrscheinlich, im Flur war er wahrscheinlich, oder? Der ist auf der Treppe irgendwie, glaube ich, gestartet. Ja, dann war er im Flur. Ach, verdammt. Weil der hat nämlich angefangen zu singen und hat Ewigkeiten gebraucht, bis er bei mir unten war. Mich hat er erwischt. Ja. Hm? Ja, gut, du hattest aber auch in der Ecke gehangen mit Taschenlampe an. Selbst dran schuld. Nee, die hab ich ausgemacht. Bei mir sah es aus wie Taschenlampe an als Geist, als ich dir zugeguckt habe. Ne, das war bloß diese Körperlampe, die man da immer dabei hat. Okay. Wir hätten eine Highschool und ein Farmhaus. Also steigern wir uns und nehmen das Farmhaus. Ja. Wir steigern uns von der Größe immer eins weiter. In the middle of a street. Ja, das ist das, und das was man vorgehört. Und ich werde mal eine Sanity-Pille noch mitnehmen. Also nur eine. Damit wir vier Sanity-Pillen haben. Sehr nett von dir. Sehr zuvorkommend. So, wir sind bereit. Sind wir bereit? Ah, ich bin gestorben, aber ich kaufe mir trotzdem ein. Du bist aber noch nicht bereit. Ja, ich will mir auch erst ein Feuerzeug noch kaufen. Bereit. Start. Ja. Infame. Ja. Ja. Hi Hutz, willkommen. Hallo, Infame. Also, und ich habe schon wieder vergessen, meinen Charakter umzustellen. Ich auch. Ich habe auf diesmal die Sendpillen gedacht. Ist richtig. Ja, beide vergessen wieder nicht mehr Zwillinge zu sein. Ja. Ja. Sehr gut. Wir sind das doppelte Lottchen, nur in männlich. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting. Okay, ich sage euch die Aufgaben. Die Aufgaben heißt: Bringe einen Geist zum Lachen. Zum Kerze ausblasen. Erreiche einen durchschnittlichen Geisteszustand von 25%. Reinige den Bereich mit Räuchernäschen. Und Helen Taylor. Mit Räuchernasen können wir. Ja, mit Räuchernasen. Ganz, ganz wichtig mit Räuchernasen. Und ich möchte jetzt dieses Mal ein Ömpf will ich gern. Jo, mach das. Ein Ömpf? Ah ja, das Räuchernäschen, kennt ihr das nicht? Das gute Räuchernäschen. Unter der Treppe. Das Räuchernäschen. Wo ist der Generator? Wie gesagt, unter der Treppe. Nee. Eieiei. Der Generator ist meistens. Also ich würde den Generator ja nie ins Haus bauen. Das macht doch viel zu viel Krach. Ja, ich würde ihn auch immer. Ich würde den Hausanschlusskasten auch immer rausstellen. Ich gehe hoch. Oh, guck mal, die haben voll die coole Literatur. Knochen. Janko Mutsukant. Lesen die. Ja, oh, da ist eine Axt. Ein Radio. Oh, guck mal, Radio. Oh, ich kann das anmachen. Schönes Radio. Radio. Ja, war ich. Ja, das war uns. Ich bin Mr. Radio. Ich bin Mr. Radio. Video killed the radio star.
Oh, jetzt ist er wieder draußen. Da will ich nicht hin. Da will ich nicht hin. Ich geh mal hoch. Öffne eine Tür, schalte das Licht an. Du bist ja wie ein Überraschungsei. Du bist immer gleich drei Sachen gleichzeitig. Ja, immer. Schalte das Licht an. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Ja, yeah, Weichspüler. Alles Mögliche. Gibt's echt viele Insekten. Gib uns ein Zeichen. Ah, musste mal niesen. Musste ich mich mal muten. Hello. Hello, hello. Hello. Langsam wird's warm. I can see it in your eyes. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Nee, gib uns kein Zeichen. Bleib weg. Okay, ich glaube, das Haus ist geisterfrei. Sehr gut, wir gehen wieder nach Hause. Fehlalarm. Oh, wir haben Licht. Wir haben kein Licht mehr. Und was macht dein Empf? Ich muss mehr singen. Mein Empf macht nix. Ich will euch ja keine Angst machen, aber ich habe im Flur 10 Grad. Im Flur ja, hast du 10 Grad. Ich habe den kompletten Haus bisher 10 Grad gehabt. Hello. Hello. Lady. Mrs. Miss. I say hello, Mrs. Geisterson. Bewege eine Tür. There's something strange in the neighborhood. Who can you call? Ghostbusters. Gib uns ein Zeichen. An invisible man laying in your bed. Who can you call? Ghostbusters. Oh, hier kann man doch bestimmt wieder die Toilettenspülung drücken. Oh, kann man nicht. Doch, vielleicht? Nein. Hinten, Minusgrade. Wo? Ich hab Musik, ich hab Musik. Wo? Im Werkzeugschuppen, wo diese Heizstrahler ist. Oh, da muss ich ja runter. Also nach unten kommen. Hello. It's me, the Yuki for ya. Hello. Hello. I say hello, you fool. I love you. Come joy to joy ride. Ich weiß nicht, wo die sind. Alle haben was gefunden. Wo ich nicht. Wir haben Durchschnitt 50% Sanity noch. Hallo. Hallo. Hallihallo, hallo. Grüezi. Wo seid ihr dann? Hallo, Mr. Geist. Mr. Geist? Bist du hier? Mr. Geist. Hallo. Irgendwie immer, wenn ich irgendwelche Gegenstände habe, funktionieren die nicht. Jetzt lasse ich ihn da liegen. So. Ich habe ja noch die Kamera. Fotoshooting gefällig? Schreib ins Buch. Ja, er hat gerade zwei Räucherstäbchen in unserem Truck gezündet. Wir haben einen geistfreien Truck. Apparazzi. Das Buch. Apparazzi. Wir haben Minustemperatur, das habe ich auf jeden Fall gesehen. Minus. Gefrier Temperatur. Hallo. Madame de Pompadour, ich möchte ein Foto von Ihnen schießen. Kommen Sie heraus. Damit ich ein schönes Foto von Ihnen machen kann. Wieso nicht? Dann eben nicht. Na gut. Schon mal was Neues. Der Kameramann. Katze ist aus. Sie sind auf Sendung. Was möchten Sie uns über den Geist erzählen? Soll ich Ihnen was erzählen? Ich sag Ihnen was. Er ist unheimlich schüchtern. Also, ich habe noch nie so einen schüchternen Geist nicht gesehen. Kann man jetzt eigentlich öfter? Oh nee, das geht nicht. Er merkt sich das. Vorhin, der war auch schüchtern. Nee, der vorhin war aufdringlich. Der hat mich umgebracht. Er hat mich einfach umgebracht. Oh, ich will dieses Ding benutzen. Wolf, kannst du noch das Licht ausschalten, bitte? Oh, was ist das denn Lustiges?
Wie funktioniert der Geigerzähler? Ich möchte dieses Ding benutzen. Am Heizkasten, der ist was rot leuchtet. Da ist der Lichtschalter. Hallo. Danke. Für diesen guten Morgen, danke. Ich will da rein. Darf ich da rein? Oder habt ihr da jetzt irgendwas vor? Irgendwas Spezielles? Oh, es piept. Oh, da oben Flutlicht. Leute, da piept's. Oh, ich habe eben nur noch weiß gesehen. Leute, da drin piept's. Ich würde da gerne mal reingehen, um zu gucken, wie viel EMF das ist. Das war ja, vorhin EMF 3. Und Kruzifix ist kaputt. Okay, also EMR 5. Mal wieder. Eines der häufigsten Sehenswürdigkeiten. Jetzt piept's nicht mehr. Immer erst, ich trau mich die jetzt nicht mehr. Ich hab das zweite Kruzifix in der Hand. Ich wollte gerade das Kruzifix holen. Ja, dann hol doch mal das Kruzifix, solange du das andere suchst. Warum ist denn die Kamera hier draußen? Die muss ich mal mitnehmen. Weil ich weggerannt bin, damit ich das Kruzifix holen kann, was ich im Inventar habe. Ah, verdammt. Das ist eine sehr gute Idee. Warte mal. Buch? Wie sieht's mit dem Buch aus? Ob da reingeschrieben wurde? Negativ, war die Frage. Negativ, negativ. Roger, Roger. Hallo? Hallo? Temperatur und Verbrot. Ich lebe noch. Ich nehme das als ja. Habe es gerade so überlebt. Eins lebendiges Hutz. Ja, ich habe mich eins hinter dem Holzbalken versteckt, die da hinten in der Ecke sind. Dort Projektor? Könnte es sein? Kann ich? Fingerabdruck, Fingerabdruck. Okay. Okay, dann haben wir ein Fädchen. Finger, Finger, Finger. Jetzt brauchen wir nur noch den Geistzustand unter 25. Ja, dann müsst ihr doch mal drin bleiben, wenn ich da drin war. Ich glaube, ich bin schon unter 25. Beim Pieps. Drücken wir mal zu. Verdammt, er ist rausgekommen. Lass da reingehen. Ja, weil ich bei einem Hand schnell rausgehen möchte. Niemals. Ich mach mal ein Foto von dir. Guck, zack. Sieht super schön aus. Vor allem mit dem Grün im Hintergrund. Wie viel fehlt mir noch, dass ich runterkomme? Warte mal, ich gucke mal. Njong. Njong. Oh, I'm a little runaway. Also wir haben zurzeit einen Durchschnitt von 33. Und ganz wichtig, ich I'm survive. Das EMF gibt langsam Geist auf. Es klang gerade sehr schief. normal bei dem neuen. Also ich habe nämlich nur noch 7. Es liegt alles an Bisa. Bisa hat noch 51. Ich bin drinne. Ja, wir sind auf 27. Wir sind auf 25. Wir sind auf 25, aber wir sind noch nicht unter 25. Jetzt sind wir unter 25. Kommt raus.
Kommen Sie raus, es ist nur noch 24, 22, 21. Da kommen sie hier mit ihren Nebelscheinwerfern. Guckt's euch an. Ja, das ist halt echt heftig, ne? Vor allen Dingen, warum ist im Haus Nebel? Weil da wurde Party gemacht und da bei das Nebel. Das liegt an deinen Einstellungen. Bei Nebel nice. Ist es halt einfach besser, so Dispo-Lichter aufzubauen. Diese ganzen Nebel-Laserprojektoren. Mein Finger fängt schon wieder an zu zucken. Es tut schon wieder weh. Leute, ich sag euch nur eins: Kapselriss ist kacke. Tut weh. Macht auf. Glaube ich. Also lieber nicht nachmachen. Nee, nicht nachmachen. Kapselriss, Von 1 von 3 würde ich sagen, Kapselriss ist Ja. Also lieber den Angriff auf den Körper gehen lassen und nicht sich wehren dagegen. Richtig, Bisa. Absolut richtig. Soll ich zumachen? Also Hutz, ja. Falls du eine Pause brauchst, liebe Rainbow hat sich schon gemeldet, dass sie gerne mal mitspielen würde. Nee, Pause brauche ich auf keinen Fall. Ich finde das voll schade, man kann keine Bilder mehr im Truck machen. Warum machst du das dann? Ich weiß nicht. Ja, das haben hier sie ist ein Foto verloren. Da kam dieser Gegenspieler. Und er war größer und breiter als ich. Obwohl ich zugenommen habe, war er trotzdem noch größer und breiter als ich. Und ich hatte Angst vor dem Aufprall. Also habe ich eine Handschützen davor gestellt. Das war dumm. Ich hätte eine Hand gebraucht, die sich schützend vor die Hand wirft. Ja. Aber dann wäre die andere Hand kaputt gegangen. Das wäre ein Endlosspiel. So viele Hände habe ich nicht. Also, ich habe ein Erfolgserlebnis. Ich habe mal eins. Ich habe den richtigen Geist und ich habe überlebt. Ich bin begeistert. Hutz, hat sich überhaupt der Preis bewegt, wo er sich vorher gehandelt hat? Ja. Ist auch an dir vorbeigelaufen? Nein. Beziehungsweise kann ich nicht sagen, es war dunkel. Aber er war auf jeden Fall da, wo der Dot-Ding war, weil es hat gepiept wie blöd. Ja, B, Geist und Erd. Ja. So, und dann nehmen so wir den Bernie nächsten. Und Erd. Oh, wir haben nur zwei kleine Sachen. Also wir haben Farmhaus oder Rothaus. Aber gerade eben hat Farmhaus so gut geklappt. Wir nehmen noch ein Farmhaus. Ja. Farmhaus. In the middle of a street, Farmhouse. Und ganz wichtig, ich kaufe ein Feuerzeug. Nein, ich habe überlebt, ich kaufe zwei Feuerzeuge. Dieser Feuerzeug-Wahnsinn muss ein Ende haben. Nein, niemals. So, in der Ladezeit hole ich mir was zu trinken. Ja, aber es ist noch nicht jeder bereit, ich kann nicht starten. Jetzt ist jeder bereit. Sie ist bereit. Oh nein. Das war laut. Was? War das so laut? Okay. Beweisen Sie übernatürliche Ereignisse mit dem EMF-Reader. Geisteszustand unter 25%. Machen Sie ein Foto vom Geist. Das hat bis jetzt noch nie geklappt. Seit dem neuen Update. Ja, das Problem ist, die Geist, wenn der Geist handelt, verschwimmt das Foto. Ha, perfekt. Und Patricia Garcia. Oh Gott, nein. Ich gehe schon mal in Richtung Generator. Generation. Okay. So, wir wollen dort. Dann nehme ich mal das. Und dann nehme ich noch Kamera. Kamera. Obwohl, ich nehme die Kamera nicht. Ich nehme noch so ein Hitzeman. Hitzeman. Ich möchte hier draußen bleiben. Hier sind 19 Grad. Leute, ich hab Kinderlachen gehört. Na, das ist doch wunderbar. Wo denn? Wer behauptet, Kinderlachen wären die schönsten Sachen werden? Hallo. Gebe mir ein Zeichen. Gebe mir. Oh, warte mal, ich könnte ja hier. Wie alt bist du?
Wie alt bist du? Ich hab gerade einen EMF. Wie alt bist du? Ja. Bist du hier? Bei wem sind gerade ein EMF los? Bei mir nicht. Wie alt bist du? Sinari, bei dir sind es doch. Wie alt bist du? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Und wie alt bist du? Bist du hier? Bist du hier? Wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Hier irgendwie nicht. Wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist du hier? Bist du genervt von meinen ständigen Fragen? Wenn ich dich frage, wie alt bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? 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 Ei, red doch mal mit mir. Ich bin schon deprimiert. Wie alt bist du? Oh, EMF2? Wie alt bist du? Im Badezimmer. 0 Grad. Bist du hier? Im Badezimmer. Ja, wie alt bist du? Bist du hier? Wie alt bist du? Bist ja, du hier? Minus 0 angezeigt, aber ich denke mal, das zählt noch nicht als Gefriertemperatur, oder? Wie alt bist du? Unter 3 Grad zählt als Gefrier. Bist du hier? In dem Fall Gefriertemperatur. Wie alt bist du? Bist du hier? Okay, sie ist nicht da. Und er hatte gerade eben Aktivität 10. Ja, sie hat gesungen. Sie hat ein Lied gesungen. Sie hat ein Lied gesungen für uns. Hat mich aber rausgelassen. Sehr löblich. Ich bin ja dafür, dass ihr nach jedem Satz einen Namen sagt. Den Namen sagt. Ah. Das ist in Ordnung. Kann ich machen. Ich muss nur nochmal Garcia hieß die irgendwas. Umgebracht, aber ja. Patricia Garcia. Sehr gut, Mama. Macht nichts, dann stirbt nur Hutz. Niemals. Oder Wolf. EMF5? Schon wieder? Das ist irgendwie sehr oft EMF5. Ein bisschen schade. So, was nehmen wir mit? Nehmen wir so ein Ding mit. Und nehmen wir die Kamera mit. Na komm, nehmen sie mit. Das könnte den Geist triggern. Ja, ich weiß, dass das den Geist triggert. Das ist auch gut. I'm triggering the Geist. I'm the Geist, the Trigger. Hallo Scheinwerfer-Hutz. Ja, ich bin der Scheinwerfer-Hutz. Stell die genau auf die gegenüberliegende Seite von meiner. Ich weiß nicht, wo ihr Geschenk gestellt habt. Aber ich hab so. Wolf, Kamera steht neben der Toilette. Also neben der Kloschüssel.
Warum ist jetzt meine Kamera aus? Nein, ich hab sie nicht umgesetzt. Meine Kamera ist ausgegangen. Was mach ich denn jetzt? Was mach ich denn jetzt? Einfach hinstellen. Ah, jetzt wieder. Hallo? Kleines Mädchen? Bleib weg! Kannst du wieder verschwinden? Bitte? Und wir sehen den Geist auch. Ja, ich hab sie auch gesehen. Es ist ein kleines Mädchen. Nein, ist noch nicht. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich hatte gerade in dem Moment hatte ich jetzt gerade keine Kamera. Ich hätte ihn jetzt so schön fotografieren können. Das stimmt. Er stand die ganze Zeit neben mir und hat einfach nur Ringel, Ringel, Reihe gesungen. Ja, er hat Ringel, Ringel, Reihe gemacht. Ja, es ist ein kleines Mädchen. Ich will dir ja nichts unterstellen, aber kleine Mädchen stehen auf dich. Ja, sie hat mich nicht umgebracht, also kann sie nicht so große Abneigung haben. Dödöd. Aber es gibt keine Kamera mehr. Kaputt? Ist das drin schon kaputt? Also, Sie ist direkt neben dem Klo auf, also da, wo jetzt derjenige gerade bückt, genau da hat sie gestanden. Genau da. Wir haben sie auch auf der Kamera. What? Ja. What? Ja. Willst du mir eine Kamera geben? Weil du meinst, dass sie mich nicht umbringt? Ja. Warum vertraue ich dir nicht? Leute, die Kamera flimmert etwas. Ich glaube, der Geist ist irgendwo da in der Nähe. Ich komme. Welche? Alle. In Richtung Klo, also sozusagen neben dem Klo flimmert's. Hi ho, hi ho, es flimmert neben dem Klo. Hi ho, hi ho, aber ja. Hi ho, hi ho, es flimmert neben dem Klo. Und es rauscht. Und ich kann nicht rein. Ich will auch rein. Komm raus, kleines Mädchen. Ich will nur ein Foto von dir schießen. Irgendjemand ist gestorben. Keine Ahnung. Sie kam nicht aus der Toilette raus. Ich stehe noch draußen. Ding dong, der Wolf ist tot. Er lebt nicht mehr, es ist da. Jetzt haben wir instant mit 25% abgeschlossen. Ich nehme mal sie ist auf mich zugerannt. Ich glaube, ich habe ein Foto von ihr. Ja, hat gezählt. Sie hat mich sehr erschreckt. Ich bin in den Toilettenraum rein und sie kam einfach auf mich zugerannt und ist dann wieder verschwunden, als sie direkt bei mir stand. Also, die haben die Geister böse animiert. Die machen jetzt komische Sachen. Ich hab Gänsehaut. Das kleine Mädchen wollte halt mit dem Hutz spielen. Aber wir können immer noch die Schlussfolgerung machen, das kleine Mädchen mag mich. Es hat mich nicht umgebracht. Das stimmt. Aber nimm mal deine Tabletten. Nicht, dass es dich noch umbringen will. Okay, Dr. Bisa, ich nehme meine Tabletten, auch wenn sie nicht gut für mich sind. Ja, laut Wolf hatten wir ja EMF-5. Ja, nee, auch laut mir hatten wir EMF-5. Also Ayrashi, ich brauche dieses Mal den Namen nicht sagen. Die ist von mir absolut getriggert. Die taucht andauernd auf, wenn ich reingehe. Ich habe Angst vor ihr. Gut, dann gucke ich jetzt, dann brauchen wir noch... Was haben wir noch außer EMF-5? Gefriertemperaturen. Ah, Gefrierbrand. Also brauchen wir den Dot...
Oder... Alles andere. Das Buch? Oder Fingerabdrücke? Also der Dot, das Buch oder Fingerabdrücke brauchen wir noch. Können wir mal eine Runde haben, wo der Wolf nicht stirbt? Hat mir die letzte? Ja, die zählt nicht. Ey, was habe ich mit meiner Kamera gemacht? Ich habe doch gerade eben noch eine Kamera in der Hand gehabt. Wo ist jetzt meine Kamera hin? Ja, komm, ich versuch mal wieder Blödsinn zu machen. Feuer an. F. Feuer weg. Und ich nehme ein fixes Kruzi. Weiche von mir, Satan! Weiche von mir! Ihr hat dich lieb. Nein, ihr hat mich nicht lieb zu haben. Ich will nicht, dass sie mich lieb hat. Und auf die Worte, sie will doch nur spielen, falle ich nicht rein. Hallo. Kleines Mädchen, ich habe eine Kerze für dich. Möchtest du eine Kerze kaufen? Wolle Kerze kaufen? Da drin piept schon wieder. Kleines Mädchen? Kerze kaufen? Nö. Kleines Mädchen, möchtest du eine Kerze kaufen? Guck mal, ich leg dir hier eine Kerze hin. Kannst du auspusten, wenn du willst. Pust die Kerze aus. Pust die Kerze aus. Was willst du? Fingerabdrücke, ja. Kleines Mädchen. Würde ich auch abschließen. Kleines Mädchen. Hallo. Schreibe ins Buch. Isa Garcia. Nee, Patricia Garcia. Garcia? Prazis. Ich weiß es schon wieder nicht mehr, wie sie hieß. Grazia. Garcia. Grazia. Nein, eigentlich heißt sie Patricia Garcia. Male ein Bild in das Buch. Ich guck. Bilde ein Buch wo in das Mal. Wo ist der Wolf gestorben? Weiß ich nicht. Weiß ich noch nicht, wo der gestorben ist. Ich hab ihn. Du hast ihn. Der Wanderwolf. Patricia Garcia, malen Sie ein Bild in dem Buch. Eine schöne Bilderbuch. Vertrau der Dame nicht. Irgendwann tötet die mich. Aber ich habe gar nichts. Ich habe gar keinen Gegenstand mehr, fällt mir auf. Sie hat mich angehaucht. Aber trotzdem hat sie nichts getan. Ich weiß. Also den Dot-Projektor verstehe ich nicht. Oh, sie haucht schon wieder. Mich hat sie angehaucht. Hör auf zu hauchen. Okay, die Tür geht zu. Vielleicht hat sie jetzt an die Pfoten an die Tür. Oh, schau mal ans Kreuz, schau mal ans Kreuz. Ans Kreuz? Oh, das Kreuz ist halb gefressen. Das glüht. Ja, es ist halb gefressen. Und jetzt ist das Buch weg. Und das zweite Kreuz ist aufgefressen. Ja, dann gehen wir mal weg. Ich hab gehört, die wollte jetzt unbedingt Krieg Kampfstern Galactica spielen. Mhm. Ja, ich hol mir mal wieder ein paar Gegenstände. Ich weiß zwar noch nicht was, aber Hauptsache ich muss nicht rein. Die Dame mag mich nicht. Also die mag mich zu sehr. Das kleine Mädchen. Das kleine Mädchen. Hey, little girl. Where are you now? Lassen wir jetzt Inari zum Sterben drin? Ja. Oh, Bisa, du bist auf Null. Nimm deine Tabletten. Ich sehe es, ich hab's. Nehmen Sie Ihre Tabletten. Meist dir die Drogen rein. Der Geist war mal kurz auf Aktivitäten 10. Meißen Sie sich ein paar Drogen rein. Ich nehme jetzt mal einen Glowstick. Einen Glowstick. Da
Aber ich weiß immer noch nicht, was wir noch übersehen haben. Es kann nur noch das Dot oder eben die anderen, also Buch oder Fingerabdrücke sein. Hm. Eigentlich kann es nur noch der Dot sein, weil ins Buch will sie nicht schreiben und Fingerabdrücke hinterlässt sie auch. Vielleicht wollte sie ins Buch schreiben, aber die Kreuze haben sie aufgefressen. Auch möglich. Was ist möglich? Hutzel in der Theorie. Und ich habe ihn, weil ich schon beinahe weggerannt bin, ihnen das so gesagt, was ich vermute. So, ich finde die Ecke hier besser. Aber die Kerze ist noch an. Sie will die Kerze nicht auspusten. Schmerkofarz. Da kommt einer rein. Everybody dance now. Everybody dance now. So, ich verabschiede mich. Ayrashi, danke dir, dass du zugeschaut hast und dir noch einen schönen Abend. Und ja, schreib oder ruf mich einfach morgen mal an. Können wir gerne ein bisschen plaudern. Kurz, was sagt meine Sanity? 31. Inari 23. Insgesamt 28. Im Moment bin ich mit 33 am höchsten. Aus irgendeinem Grund sinkt Inari immer weiter. Ich habe deine Nummer, glaube ich, nicht mehr. Dann schreib mir auf Telegram. @Rothundi. Du findest mich schon. Okay. Habt ihr einen Tipp, was man noch machen könnte? Ich bin gerade einfach überfragt. Wir auch. Okay, dann gehe ich da jetzt mit dem Knicklicht rein. Ich bin klein, mein Herz ist rein, bitte tu nicht böse sein. Oder wie war das? Wasser Nebel hier. Ein Königreich für einen Fogpropeller. Aus Get the Fuck Out. So, Glowstick ist an. Der ist gerade durchgerannt. Der Geist durch den Dot. Das ist doch gemein. Und ich will das immer noch sehen, wie das aussieht. Hoffe ich, dass ich das irgendwann auch noch mal sehe. So, den Dodge Propeller. Einen Oni haben wir. Einen Maoni. War mir dann sicher, dass es das war. Will auch gucken. Also eben ist er durch von der Kloschüssel rüber zum Schrank gerannt. Und da hat man eben so leicht Leise. Durch... Hast du es gesehen? Ja. Wir haben gerade gesehen. Ja, und, wunderbar. Und das macht der Fogpropeller. Der Dot-Emulator. Dotting-Dotty. Der Dot-Projektor. Ah ja. Ich verstehe. Ja dann. Abfahrt bereit. Also, Wolf ist ein Oni. Oni. Oni.
komm euch zu. In 3, 2, 1 und ich schließe. Visa will wieder im Schrank sein. Ja, ich sehe schon, du bist im Schrank. Jetzt hätten wir nur nicht die Kerzen anzünden müssen, dann hätte das noch viel schöner ausgesehen. Ich wünsche Was euch hast du einen mit den Kerzen gesagt? Die Kerzen um deinen Kopf hätten noch angezündet sein müssen, dann hätte das noch viel schöner ausgesehen. Ah, okay. Ja. Also mein Tod eben wäre vermeidbar gewesen. Ich bin als erstes aus Schreck gegen eine Wand gelaufen, dann bin ich in den Gang gerannt und offenbar genau in die Richtung, aus der Geist kam. Hast du sehr gut gemacht. Wow. Und da ein Rashi sagt, wünsche euch noch einen schönen Abend und ein Awu, kriegt sie auch ein Awu. Wenn es mitmacht. Abstand so einnehmen. Wieso, wegen dem Awu? Ist das so laut? Ja. Ist laut. Apropos laut. Bisa. Als ich mit dir als Geist im Raum war, habe ich bei jedem Schritt deine Tastatur gehört. Okay. Ja, ich weiß nicht, er hat so eine alte Schreibmaschinentastatur. Das ist wirklich, also das habe ich früher von, wenn du so die Schreibmaschinen, es wird nur noch, dass er bei der Enter-Taste so krach, bling. Leute, wollen wir uns an etwas Großes wagen? Weil ansonsten habe ich wieder, ich habe drei kleine Sachen und ein Großes. Ich hätte gerne das Große. Das Schlimme ist, das Große ist ganz groß. Es ist Asylum. Boah. Okay. Grundsatz, think big. Ich gehe sowieso wieder drauf. Also von daher, wurscht. Ob ich jetzt bei kleinen Häusern sterbe oder bei großen. Ja, aber das Gute ist, ich überlebe. Das bedeutet, ich kann mir wieder zwei Feuerzeuge kaufen. Ich hab schon gesagt, wir brauchen mal eine Runde, wo du nicht stirbst. Ja, ich weiß, ich stand neben dir. Ah, das war mir nicht sicher. Ich hab dich ja nicht gesehen. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch gelebt. Nee. Zu dem Zeitpunkt warst du schon tot, weil das war im Truck. Ja, da habe ich gerade eine Kamera rausgetragen. Nein, ich hatte das gefragt. Nein, da warst du schon tot. Da warst du tot, als ich das gefragt habe, weil da waren wir nämlich zu dritt im Truck und ich habe gefragt, ob wir mal wieder eine Runde spielen können, wo du bis zum Ende überlebst. Das macht keinen Sinn, wenn ich das frage, wenn du noch am Leben bist. Ich habe bereit geklickt, ich würde mir einen Kaffee machen, aber ihr könnt ja dann schon anfangen. Lisa, dein Mikro macht wieder komische Geräusche. Gut. Für die meisten weniger, aber okay, lass uns loslegen. Dann starten wir. Darf ich den Strom anmachen? Bitte, bitte, bitte. Ich weiß zwar nicht, wo er ist, aber ich will. Ich will. Na, ihr Zwillinge. Ja, wir sind die drei lustigen vier. Dann seid ihr zwei lustigen drei vielleicht. Niemals. Okay, wo ist der Generator? So. Oh, Untergeschoss. Untergeschoss, Mittelding. Oh Gott. Ja, ihr müsst mich lotsen, ich lauf. Ich nehme auch nichts mit. Okay, ich... ja. Oh, ich nehme eine Kamera mit. So. Hol Mikrofon, aber okay. Bin... Marma. Peek. Echt. Musst du mir was schon was sagen? Entschuldigung, ich hab vergessen, dass man funken muss. Bis die Treppe jetzt kommt und dann runter. Dann am Ende der Treppe nach links abbiegen und dann nochmal links abbiegen. Meine Güte, ist hier drin ein Nebel. Ja, das ist das ganze Trockeneis, das wir mitgebracht haben. Mein Cocktail. Dann biegen Sie links ab
Tür sein. Oder um den Kasten drumherum laufen und dann müsste links die Tür sein. Ah, hier. Und da ist der Sicherungskasten. Ah, gefunden. Wir haben Strom. Soll ich dich auch wieder hochlotsen? Das wäre sehr nett, sonst bleibe ich für immer hier unten. Gut, dann. Ja. Dann. Ich höre schon Schritte. Was geradeaus? Bin vielleicht ich. Warte mal. Nee, jetzt geradeaus, ja, da. Also irgendwie war das früher nicht so neblig. An der nächsten Ecke rechts abbiegen und dann nochmal rechts gleich. Rechts. Nochmal rechts. Leute, hier gehen andauernd Türen. Es ist keiner an der Tür. Geradeaus. Ich will ja nichts sagen, aber ich glaube, die Aktivität von unserem Geist ist unten. Weil ich habe da unten die ganze Zeit Türen gehört. Und dann nach links. Rechte Seite würde sich mit dem, was ich vom Parabolmikrofon aufgezeichnet habe, decken. Ja, rechts unten würde ich sagen. Ja, und er war auch relativ aktiv. Schau auf den Graf. Ja. Oh ja. Wie gesagt, rechts unten würde ich jetzt einfach mal sagen, weil ich da unten die ganze Zeit Türen gehört habe. Die auf und zu gehen. Gut. Okay, zieh. Das Parabolmikrofon mal hier. Und wieder ein Foto vom Geist. Foto. Schnapp mir gleich mal mein Kruzifix und dann. So, ich nehme mal das. Temperatur. Düdeldö. Ah, ich liebe meine Mute-Taste. Seid ihr jetzt ohne mich losgelaufen? Ihr seid ohne mich losgelaufen. Sie haben mich allein gelassen. Da. Hier gerade minus gerade. Wo ist hier ungefähr? In der einen Umkleide, oder? Im Gang. Hallo. Sie redet nicht mit uns. Schalte das Licht an. Blended by the light. Geht's über. Schall das Licht an. Bewege die Tür. Mach die Tür zu. Ei, mach die Tür zu. Mach die Tür auf. Ich hab hier irgendwo gerade eine Tür gehört. Ja, ich auch. Die hier geht nicht auf? Doch. Also, die geht nach innen auf. Öffne die Tür. Hallo. Mach ne Tür auf. Bist du denn da? Dann mache Tür auf. Ich mach mal den Fernseher an. Vielleicht will der Fernseher gucken. Kann man nicht. Schade. Hallo. Wir haben Buch. Wir haben. Wie? Wir haben doch noch gar nicht den Raum. Buch in dem Raum, was Inari gedacht hat. Und wo wart ihr? Gut, dass ich das reingelegt habe. Wo wart ihr denn? In welchem Raum? Der hier? Hier vorne. Hier der. Das war nämlich abgesehen vom Thermometer das einzige, was ich mit hatte. Ja, minus 6, minus 2. Ja, der IMF hat hier leider nichts angezeigt. Habe ich aus meinem Raum liegen lassen. Ja, wir haben Minus. Und Hutz, schau dir an, was er reingeschrieben hat ins Buch. Er hat gar nichts reingeschrieben, er hat schwarzes Ding gemalt. So. Genau. Was ein Künstler, du bist ja ein Picasso, Mr. Geist. Zeig dich.
Inari hat ja die Räuchernase. Aber wenn du mit Räuchernase läufst, dann kann ich doch gar kein Foto von dem schießen. Dann kommt er ja gar nicht. Ja, aber es war Aufgabe. Ja, aber die Räuchernase war nicht die einzige. Ich muss ja auch noch ein Foto schießen. Hält nur 2 Minuten. Ja, aber dann kann ich 2 Minuten lang kein Foto von ihm machen. Arme Schnuffeltier. So, Räucherstäbchen ist abgeschlossen. Geister-Event und Geisterfoto brauchen wir noch. Ja, der kommt jetzt die nächsten. Die nächsten 2 Minuten kriegen wir kein Geisterfoto. Wir haben die Räuchernase gemacht. Ich sehe es. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Und komischerweise habe ich heute so. Habe ich schon wieder Paketabrisse. Seit wir angefangen haben, 18 Stück. Was ist denn heute los? Nee, bei mir was? Jetzt noch keine. Ist heute richtig grauenhaft. Weiß nicht, was heute los ist. Vielleicht muss ich morgen mal den Router neu starten. Nervt mich gerade. Es wäre Möglichkeit. Ach so, du bist in dem Nebenraum. Okay. Nee, also... Kabel ist drin. Keine Ahnung, was da gerade los ist. No, no, no answer. No, no, keine Ahnung, nicht. Wie viel dickter kann man eigentlich? Ah, 10:30? Wir haben 10:30. Oh ja. Hi ho, hi di, hi do. Ich bin der Batman. Wie geht's denn eigentlich mit unseren Sanities? Und ich höre ihn. Also, wir haben alle ja, noch. Ich auch. Wir haben alle noch genügend Sanity. Sanity. War leider gerade nicht drin und als ich wieder hingegangen bin. Als er wieder hingegangen ist, was? Als du wieder hingegangen ist, was? Als ich wieder hingegangen bin, war es weg. Ah. Okay, verstanden. Wie sieht's mit Orbs aus? Ich schau grad mal. Sieht bis jetzt nicht so aus. Ich sehe euch nicht. Ich bin oben. Ah. Okay. Ja, nächste rechts. Nee, das ist links. Ich bin nicht abgebogen. Und Wolf ist der Grüne. Ah, Wolf ist grün. Okay, geradeaus, 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 geradeaus. Immer nur noch geradeaus bei dir. Und wenn du an die Wand kommst, dann rechts. Ah nee, dann links, Entschuldigung. An der Wand jetzt rechts und links. Ja, danke, passt. Hab irgendwo eine falsche Abzweigung genommen. Aber wie konntest du den Orb sehen, wenn du doch kein Ding hattest? Einfach mit der kannst die Kamera in der Hand halten. Und damit sieht man mittlerweile auch Orbs. Ah, okay. Ja, mit der Videokamera, ja. Ah. Und wie kannst du die auf Nachtsicht umschalten? Rechte Maustaste, was bei dir gerade nicht geht. Ah, perfekt. Fingerabdrücke habe ich aber keine gesehen. Wir haben auch alles. Wir haben ein Buch, Gefriertemperaturen und. Ach, Gefrier hatten wir auch. Entschuldigung, das habe ich nicht mitgekriegt.
Ich habe noch gar nichts eingetragen. So. Geisterbuch. Gefrier und Orb. Immer runter mit dem Fotoapparat und gucken mal, ob ich ihn nochmal kriege und stellt euch die Kamera so hin, dass ihr den Orb seht oben. Ein Revenant. Ekelhaft. Okay. Ja. Pass auf, der Geist ist schnell. Wollte gerade sagen. Ein Wiedergänger. Zu Deutsch. So. So. Ja, wir brauchen ein Geister-Event und ein Foto. Schwierig. Bei einem Revenant sehr schwierig. Bum, 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 bum. Okay. Da ist der Warp. Siehst du ihn? Nee, du bist jetzt irgendwie auf Kamera. Ach, hinter dem Regal? 19. Hinter dem Regal kommt er manchmal hervor. Okay. Also ich sehe da so Striche. Ich sehe da gar nichts. Na, die meinte ich nicht. Da kommt gleich ein Orb davor geflogen noch. Der ist wirklich sehr schwer zu sehen. Okay. Da kommt er ja. Da kommt er von oben. Ah ja. Wie heißt denn der Geist nochmal? Dieser Kai heißt Charles Smith. Kurz. Das ist nicht lustig. Ich finde das schon. So, aber die 1 Million Euro Frage ist, wie kriegen wir von dem Kerl irgendwie noch ein Foto? Ich würde fast behaupten, wir lassen es bleiben. Also. Wäre wahrscheinlich das Gescheit. Also das, was ich halt befürchte, dass der ist halt kaputt schnetzelt. Wenn man... Und wir sind tot. Ja. Ja. Deswegen, wir haben alle Informationen, die wir brauchen. Ich würde es nicht riskieren. Also. Inari darf das gerne tun, aber ich muss das Geld sparen für Feuerzeuge. Er wird ein bisschen aggressiver. Und schon geht er runter. Oh! Und hoch. Und richtig hoch. Er ist auf 8. Wir haben ein Foto bekommen. Foto. Foto. Haben. Wir haben ein Foto vom Kai. Alles, komm raus. Das war definitiv keine Lisa! Komm raus. Ja, das hat sie gut gemacht. Das war zu groß für Lisa! Was auch immer sie gesagt hat. Nein, der hat vorhin Lisa gesagt. Naja, er hat auch Charles gesagt. Das vielleicht ging nicht ganz durch, aber er hat Charles gesagt. Was ich gesagt habe, war Bisam. Ja, und dann dadurch ist es durcheinander gekommen. Aber schönes Foto, Inari. Schönes Foto. Er kam noch näher, war dann ungefähr bei dem Hocker. So, alles wunderbar. Hat doch alles geklappt. Haben alle einen Revenant. Schön, ja, aber schön, wie man sieht, wie er rennt, auf dich zu rennt. Ja, er will sieht doch mir nach einem Joggen aus. Er will doch oder nur joggen, spielen. Ja. Huhuhu. Der
Tut doch nichts. So. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Got some jobs ready for you. Aber der Orb war jetzt richtig fies, weil hätte ich nicht in den Wandschrank geguckt mit Kamera, hätten wir den nie gefunden. Ja, der war das richtig. Stimmt. Der war richtig böse. Der war böse versteckt. Warum seid ihr gerade so laut? Weil ihr alle, weil wir ineinander stehen. Ich bin jetzt mal weggegangen. Ah, oh, übel. Okay, ich hätte Prison anzubieten. Oder Highschool. Ich hätte beides. Ja, ich bin ja Prison. Ich bin für Highschool. Super. 1 gegen 1. Inari. Gut, dann entscheide ich. Was? Dann was? Prison oder High School? High School, High School, High School, High School. Ja, dann bist du überstimmt. Tut mir leid. Ich muss gestehen, ich hätte, wenn Inari nicht die Entscheidung jetzt genommen hätte, hätte ich auch High School gesagt. Also. Nein. Ich mag Highschool eigentlich sehr gerne. Aber dadurch, dass man nicht mehr so rennen kann wie früher, klappt mein Trick nicht mehr. Ich bin früher immer den Kreis durch die Sporthalle und einmal im Kreis immer unten. Da konntest du immer schön abhängen. Das stimmt. Außer es wäre ein Revenant. Außer es ist ein Revenant. Dann musst du rückwärts laufen. Sehe da noch zwei Leute. Aber mittlerweile kann man es ja auch so machen, wenn ein Geist verfolgt, dass man sich schnell irgendwo. Das hat mir auch schon öfter mal das Leben gerettet und den Wolf umgebracht. Also, wenn man mit jemand anderem zusammen ist, dass man ganz kurz anfängt zu spurten, damit der andere zu langsam ist. Ja, man muss nicht schneller sein als der Geist. Man muss nur schneller sein als der andere. Das ist richtig. Genau. Piep. Wir starten. Then it's the final countdown. In the middle of the street, a countdown. A countdown in the middle. Jetzt hast, denke ich mir, du hast zu viel von den Sanity-Pillen genommen. Bringen Sie den Geist dazu, eine Kerze auszublasen. Entkommen Sie dem Geist während einer Jagd und beweisen Sie übernatürliche Ereignisse mit einem EMF. Ja, und sie heißt schon wieder eine sie. Karen Davis. Das ist eine Karen. Nein. Eben war es ein Herr. Es ist eine Karen. Wir haben verloren. Leute, es ist eine Karen. Ja. Es ist eine Karen. Ich will noch so eine Geisterbox mitnehmen. Die hat bis jetzt noch nie funktioniert, die Geisterbox. So. Und, die Stimmen sind nicht für Roboterart. Ja, bis jetzt habe ich noch gar keine Stimme gehört. In der Geisterbox, also. Alter. Schau dir mal die Grafik hier an. Hä? Ja, die ist... Dynamische Licht. Ja. Das macht doch mal unheimlicher. Ja, es sieht auf jeden Fall besser aus als früher. Wie meint ihr das dynamische Licht? Dass dieser Blauton, dass im Grunde von hinten der Mond viel mehr Intensität auf das Gebäude ausstrahlt. Ja, ich weiß jetzt, was ihr meint. Ich gehe links. Habt ihr überhaupt einen Pump oder Generator? Nö. Wahrscheinlich unter einer Treppe. Wir haben Inari noch. Oder in den hinteren Raum oben links. Genau. Wir haben. Und wo ist es jetzt? Sieht aus, als wäre er oben. Wer oben einer der hinteren Räume, linke Treppe. Hallo. Hallo. Ich bin doch schon unterwegs. Wer auch immer auf der linken Treppe gerade hochkommt, du bist am nächsten dran. Hallo. Das ist Peter. Gib mir ein Zeichen. Dritte Tür, rechte Seite. Gib mir ein Zeichen. Bist du hier? Das war die zweite Tür. Deswegen sage ich vierte, weil du kommst jetzt durcheinander. Geht die Tür nicht auf, so.
Bist du hier? Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Ich habe ein leichtes. Oh. Telefon bei mir auf der rechten Seite. Ich wollte sagen, ich höre ein Ringedingeding. Ja, ungefähr. Rechte Seite. Rechte Seite, oben. Gib mir ein Zeichen. Ich hätte eher gesagt oben. Mr. Ringeding. Oben. Ja, oben. Ich stehe oben an der Treppe. Ich komme zu dir hoch. Oh, ich glaube, ich weiß, wo er ist. Direkt, wenn du die Treppe hochkommst, der erste Raum. Ich habe leider nur ein Thermometer, also kann ich nicht genaueres ja, sagen. Kein Problem, ich komme mit dem EMF. Hast du hier gerade was gehört bei dir? Hallo? Ich habe leider auch nur ein Thermometer dabei. Die Tür hier habe ich nicht aufgemacht. Ich bin hier. Es fängt schon an. Nee, es fängt nicht an. Doch, zwei. Aber nur doch, zwei. Zwei. Aber nur zwei, das ist ja nicht viel. Werfe etwas. Aber er war jetzt hier direkt im Gang irgendwie. Hallo? Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Ich mach mal. Bist du hier? Wie alt bist du? Young. Young. Geisterbox. Ey Wolf, das musst du auch mal ausprobieren. Sehr gut. Wolf, wo bist du? Wolf, du musst das auch mal ausprobieren. Die Stimme ist richtig cool. Das war der Box? Ja, die Stimme ist echt cool. Ja. Ich leg dir die hier auf die Treppe. Leg die hier auf die Treppe, das ist die Box. Zack. Also Mitte von der Treppe ist es. Also auf der Hälfte. Ist er im Raum? Ja, er ist im Raum. Bist du hier, Wolf? Nein, das bin ich. Also, aber warum bist du das? Weil ich Zeug holen gehe. Na gut, ausnahmsweise. Aber die Geisterstimme ist trotzdem immer noch nicht so 100% menschlich. Es war so ein leichter Hall drin. Aber cool. Gefällt mir. Es war eine weibliche Stimme. Aber sie kam mir nicht jung vor. Auch wenn sie jung gesagt hat. So, ich mach mal den Kerzentrick. Ja, mach. Ich nehme Dot mit. So, nehme ich die Kamera wieder. Zack. Schade, das hätte ich jetzt noch cool gefunden. Ich habe gerade was ausprobiert. Schau dir mal diese Lichtverschmutzung um die Schule drum. Was? Lichtverschmutzung um die Schule rum? Diesen Heiligenschein um den Gang. Ja, ja. Ich komme. Was will er? Eine Kamera zu Wolf, bitte. Ja, habe ich auch eine. Lass die Kerze aus. Innenseite der Tür. Lass die Kerze aus. Blasen Sie die Kerze aus. Wolf, hast du die Box ausprobiert? Nee, Box, wo liegt denn die? Die habe ich auf die Treppe gelegt. Auf der Treppe in der Mitte. Blas die Kerze aus. Blas die Kerze aus. Leg sie hier mal hier auf die, keine Ahnung, hier. Da. Blas die Kerze aus. Bist du hier? Warte mal, wie alt sie ist. Wo bist du? Wir müssen draußen sein. Du, Inari, gehst du mal raus, bitte? Inari? Danke. Wenn ich vorher die Kamera positionieren kann, ihr müsst halt warten, bis ich drauf drücke. So. Bist du hier? Wo bist du? Ja, das dauert ein bisschen. Wie alt bist du? Wie heißt du? Wo bist du? Okay, das ist gruseliger geworden. Ja. Was habt ihr denn gesagt bei wo bist du? Nah, glaube ich, war's.
Oh, sie sagt sogar auf Deutsch. Wo bist du? Entweder nah oder far, aber ich glaube, war es wahrscheinlich far. Wo bist du? I'm behind you. Behind. Ja. Das ist cool. Klang aber wie ein alter Mann. Ja, sie klang eher wie eine alte Frau. Eine Dame. Klang wie eine alte Frau. Wollen ja nicht so sein. Was fehlt denn eigentlich noch? Keine Ahnung. Ich schau gleich unten mal nach. Ja. Können wir ja alle machen. So, also wir haben jetzt Geisterbox. Was haben wir noch? Fingerabdrücke. Und Finger. Phantom oder Poltergeist? Phantom oder Poltergeist? Lass mal kurz gucken. Stimmt, ich könnte ja mal. Oh, ich könnte ja mal den Text lesen von den zwei neuen. Poltergeist. Dort oder Buch. Mai Ling. Ein Mai Ling ist ein sehr lautstarker und aktiver Geist. Es heißt, dass sie bei der Jagd auf ihre Beute leise sind. Stärken. Ein Mai Ling ist dafür bekannt, dass er bei der Jagd leise ist. Schwächen. Mai Ling geben häufiger paranormale Geräusche von sich. Okay. Fun Fact, wo Inari von den Mai Ling getötet worden ist, hat der Mai Ling auch die ganze Zeit gemacht. Dann war aber also nicht leise. Ja, ja, wahrscheinlich hörst du keine Schritte. Das kann gut sein. Goryo. Die Verwendung einer Videokamera ist die einzige Möglichkeit, einen Goryo zu betrachten, wenn er durch einen Dots-Projektor läuft. Stärken. Ein Goryo zeigt sich in der Regel nur vor Kameras, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Schwächen, sie werden selten weit entfernt von ihrem Todesort gesehen. Ah, okay. Also wenn du den Ort hast, hast du den dann eigentlich schon so gut wie. Den Yokai hatten wir ja. Der war ja schon letztes Mal. Gut, also für einen Poltergeist brauchten wir das Buch, das liegt drin. Und was war das andere? Phantom. Der Opa. Da brauchen wir einen Dots-Projektor. Ja, den Dots-Projektor ist ja drin. Echt? Ist drin inzwischen? Ja, ja, einer ist drin. Dann müssen wir jetzt auf die Kameras gucken und ansonsten müssen wir nochmal kurz reingehen und gucken. Vor allem finde ich auch, die Hand ist um einiges besser geworden. Nehmt mal die Taschenlampe in die Hand und guckt mal auf die Hände. Ja, deutlich detaillierter. Ja. Wobei meine Hand älter aussieht, als ich bin. Achso, ja. Ah ja, die Handfarbe ändert sich auch nach Skin. Der Dots ist drin, naja. Der Dot ist drin. Ja. Inari ist auch drin. Inari ist auch drin. Was macht ihr gerade? Guck mal, wir haben das Buch. Genau. Im Buch war jetzt eben noch nichts. Okay, das Buch war dort. Ich bring noch mein zweites Dot hoch. So, ich schaue erstmal hier ein bisschen auf die Kamera. Ich nehme noch ein Kreuz mit hoch. Nehme mal ein Kreuz mit hoch. Mach euch hier den Ansager. Mach euch erstmal hier den Ansager. Inari, du bist unter 30 gefallen, du solltest dann mal die ersten Pillen nehmen. Also, definitiv alle beiden Bücher leer. Die einzigste Aufgabe, die uns noch fehlt, ist das gejagt werden und entkommen. Gejagt werden kann ich, entkommen nicht. Naja, dann kriegen wir den Auftrag 50% abgeschlossen. Kamera. Das ist cool mit diesem Kamera verschwören.
keinen. Jemand ist gestorben. Inari. Sie ist gerade eben aufgetaucht, bildlich. Und ich glaube, es ist der Dot-Projektor. Dann ist es der Dot-Projektor, ja. Wolf, kannst du ungefähr sagen, wo Inari gerade war, wo sie Nee, gar nicht. Ich bin sofort runtergerannt, die Treppe runter. Ah, gut, ich dachte, du bist unten im Truck gewesen. Nee, ich war im Truck, nee, aber ich habe auf die Kamera geguckt. Und wie gesagt, sie ist gerade am Dot-Projektor gewesen. Und ich habe gerade eben zum ersten Mal gesehen, wie das aussieht, wenn der Geist auftaucht und die Kameras verschwimmen. Das sieht auch richtig cool aus. Ja. Ja, ich habe es gerade gesehen. Gerade war eine Silhouette bei mir. Ist der Dot-Projektor hundertprozentig alle Eintragungen? Ja, habe ich doch gesagt. Glaub mir doch. Keiner glaubt mir. Ja, du warst ja nicht ganz sicher. Klang zumindest so. Mhm. Ich mach da mal noch ein Bild. Ich weiß halt, die Sache ist halt die, ich weiß halt nicht, ob es noch das gibt wie früher, dass er einfach so auftaucht und sichtbar wird ohne Dot-Projekt. Ja, aber du hast gerade nur so einen Schimmer gesehen. Du hast nicht den Geist selber gesehen, sondern du hast nur so eine Silhouette von dem Geist gesehen. Ja, ich hab den Geist schon ganz gesehen. Also erst nur als schwarze Gestalt und dann als der Geist aus dem Dot-Projekt heraus ist, wurde er farblich. Deswegen ja, fand ich das eben gerade als ich reingekommen bin, war so, wie man das in Geisterfilmen sieht, so halb durchsichtig der Geister. Verstehe, was du meinst. Eher weißlich. Ja, bei mir war ich eher schwärzlich. Also ich habe eben weißlich gesehen, aber es kann wahrscheinlich auch am Licht liegen. Aber ich find's halt nice. Also, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. So eine Kamera, wenn der Geist auf einmal anfängt zu... Da ist er. Jetzt ist er wirklich durchgelaufen. Ja. Jetzt habe ich ihn auch gesehen als durchsichtigen. Nee, aber wenn der Geist so anfängt zu handen, dann wird das ganze Bild verschwimmt dann. Das ist richtig cool gemacht. Ja, das habe ich eben gesehen. Ich war ja im Geisterraum, als es eben losging. Ah. Ich bin bloß straight die Treppe runtergerannt und habe mich im nächstbesten Raum verkrochen. Ja gut, aber wenn du im Geisterraum warst, dann hast du ja nicht mitbekommen, wie das Bild aussieht. Ich meine, hier so an der Kamera fand ich das gerade richtig geil. Ach so, an der Kamera, doch, das habe ich im ersten Match gesehen. Ah, okay. Da war ich im Truck zu dem Ich Zeitpunkt. Hab das Todesopfer. Gut, dann komm raus. Ja, du bist nämlich auch schon wieder... Nee, du bist voll. Du hast 92. Hä? Lisa hat Pillen gefressen. Ja, ich hab mir zweimal Pillen reingezogen, damit ich das überlebe. Du Truffi, du! Hat er einfach Inaris Pillen mitgenommen. Okay, ich guck... Sie ja jetzt nicht mehr im Jenseits. Bist du dir da sicher? Vielleicht wollte sie mit ihren Pillen zusammen begraben werden. Das Werden war gar nicht mehr drin. Nicht schlimm. So. Ja, man also hat verstanden, was du sagen wolltest. Wenn der Bisa hier sich die Pillen reinpfeift, ja. dann machen wir hier Räucherparty. Oh, das ist ja auch cool. Die werden auch richtig klein. Also die brennen richtig in der Hand weg. Okay. Ja. Musst du auch mal machen. Mach mal. Kannst du nichts kaputt machen. Wir brauchen es ja jetzt nicht mehr. Tu es einfach. Brauchst noch ein Feuerzeug. Ist am Boden. Das Problem ist, sie sind schon alle abgebrannt. Wieso? Die haben mich gerade eben abgebrannt. Alle? Wo du das eine ab... Ja. Okay. Wolf, dann musst du es ein anderes Mal machen. Ja, ist ja kein Problem. Na dann. Gut, wollen wir eigentlich abfahren? Ja. Moment, ich muss noch den Geist eintragen. Phantom. Phantom. Ja.
Genau. Phantom of the Opera is there behind your mind. Es läuft jetzt gerade besser als am Anfang. Die großen Häuser liegen uns mehr. Ja. Ich weiß auch ganz genau, wo drin mein Fehler lag. Du hast wo nicht. War das nicht genügend Feuerzeuge? Nein, ich hätte weiter laufen sollen. Wenn ich weitergelaufen wäre, wäre sie nicht hinter mir hergekommen. Also ich habe sie immer wieder gehört und dachte dann, jetzt ist still, jetzt kannst du dich verstecken. Nein, ich hätte weiterlaufen sollen. Oh, und wir haben genau das, was uns fehlt. Ein Prism. Oh ja. Oh, Prism klingt gut. Spannend. Ja. Oh je, Inari. Ja. Eine Stunde musst du noch aushalten. Letzte Runde. So. Ich weiß, deswegen habe ich nicht mehr meinen Kaffee trinken. Stimmt, komm mal. Eine Stunde musst du noch aushalten. Wir können ja nach der Runde noch eine Runde Minigolf spielen. Vielleicht baut sich das mehr auf. Ich glaube ja. Dann. Achso, Moment. Jetzt. Moment. Okay. Darf ich jetzt? Ja. Aber warte. Eben, das. Ich will jetzt noch meine Person ändern. So, diesmal bin ich. Ah ja, stimmt. Diesmal bin ich jemand anderes. So. Dieses Mal bin ich die andere Lady. Eben hätten wir nichts dabei gehabt. Da hätten wir keine Sachen dabei gehabt. Das ist schlecht. Also das Standard-Equipment. Das ist sehr schlecht. So. Lassen Sie ein Teammitglied Zeuge eines Geister-Events werden, also einfach sterben. Erreichen Sie einen durchschnittlichen Geisteszustand von 25% und Kerze ausblasen. Und sie heißt Elizabeth Jackson. Okay. Die Sicherung ist oben hinter der Glasscheibe in dem Aufsichtsbüro. Oben? Von oben? An der Ofen. So, und ich mach auf. Hier war der Durchgang. Aber da haben sie es nicht schön beleuchtet. Ja, alles weggeklaut. Nicht? Ich hab nur ein Thermometer. Das geht. Jemand hat Thermometer und EMF. Ey, nicht. Ja, Inari. Böses Fass. Geborgt, sagt's fürs Gesicht. Lass mich, ich kann das, ich bin müde. Alles gut. Das Problem ist, das Thermometer hilft mir erstmal noch gar nichts. Ja. Ich mach an, Moment. Geh erst rein mit meinem Thermometer, wenn der Strom an ist. Jetzt bringt das ja noch nichts. Ich bin fast da. Strom ist an. Ich habe übrigens sehr gut das Zeichen, was du willst, schon gehört. Es hat eine Tür gequietscht. Hello. Oh, wir haben gleich 20 Grad hier. Da ist das ja richtig ange. Kein Oli-Chan. 9 Grad hier, 8 Grad hier, 4 Grad, 9 Grad. Warum waren es gerade eben 20 Grad? Ich habe die Tür quietschen hören. Quietsch. Hier quietschen alle Türen. Dieses Quietschy McQuietsch. So, mal gucken, ob er da ist, wo er immer ist. Aha, mich juckt. Wo denn? An der Achse? Ich bin in den beiden. Hello. Öffne eine Tür. Hey. Lasse zu. Oh, hi. Hi. Ach, wie, ihr auch hier? Ja. Sehr gut. Haben wir also den Wolf wieder allein gelassen?
Kurz schlechte Nachrichten, die Krankenstation ist wie immer sauber. Nein! Und ich hab gerade so ein Ding gehört. Warum wollen ihr Schwester und Doktor spielen? Nein, ich warte, ich versuche, seit Phasmo rausgekommen ist, einen Geist in der Krankenstation zu haben. Aber es gibt keinen. Wir hatten mal einen beim Schlüsseldienst. In der Krankenstation? In der Krankenstation? Ja, in der Krankenstation. Ja. Oh, hier ist es. Hier ist es. Nee, hier ist es nicht. Ja, auch nicht. Nee, Krankenstation hatte ich bis jetzt noch nicht das Vergnügen. Leider. Gib uns ein Zeichen. Hutz, du musst immer nur auf einer Seite von dem Sandblock schauen. Wie? Einer Seite. Die rechten Zellen sind alles ein Gang, ein Raum und die linken Hat Zellen sind alles ein. Hat jemand eine Zelle aufgemacht? Ja. Ja, aber okay. Das haben wir jetzt nur auch das hier. Mach die ganze Zeit Zellen auf. Also Bisa, dafür, dass jede die ich nur eine Zelle angucken muss, sind die Temperaturen aber absolut unterschiedlich. Bekommen, Bisa? In welchem Zellenblock seid ihr denn? Ich bin gerade. In Zellenblock links. Ja. Moment. Ist das nicht A? Ihr müsstet in B sein, ich bin in A. Dann sind wir in B. Wir sind in Nein, A. Nein, ich bin in B. A, wir sind A. Wollte gerade sagen, am Anfang, wenn Inari sich jetzt nicht. Oh, waren die schon immer so rostig, die. Ich hab die Zellentür gehört, auf jeden Fall bei B. Ja, ich hab gerade einen aufgemacht. Hallo. Hallo. Oh, die Räume sind auch besser in den Zellen jetzt mittlerweile, finde ich. Die sehen jetzt viel, viel, viel ungemütlicher aus als früher. Mit den umgefallenen Betten da drin. Oder gar keinen Betten und nur eine Matratze. Oh, Bisa hat mich wieder allein gelassen. Bisa hat mich allein gelassen. Aber warum hat er das getan? Quietscht. Hier ist nichts. Hier in den Zellen ist nichts. Dann kommen wir mal wieder runter. Kurz, wir haben's. Wo ist es? Ja, in dem Gang Seitenraum, da wo die Treppe nach oben ist, vom Eingang rechts. Mich nicht. Bisa liegt neben dem Eingang. Lustigerweise habe ich hätte auch direkt bei Bisas Leiche 2 EMF. Ich hätte instant eigentlich schwören können, dass er bei mir im A-Trakt ist, weil bei mir im A-Trakt sind alle Lichter am Flackern gewesen. Können, dass er oben ist, weil ich habe ihn singen gehört. Oben. Okay. Also Sache.
Jetzt mal Ordnung. Was braucht der für Beweise? Der singt ganz schön vor sich hin. Guter Sänger. Ja. Beweise für Juraj sind? Gib mir eine Sekunde. Geisterorb, Gefriertemperaturen und DOTS-Projektor. Also, Gefriertemperaturen haben wir hier nicht. Ich mit dem Dot rein, ich laufe hier schon mit der Kamera. Hier piept's wieder, ich geh mal kurz raus. Lass euch hier mal das Tempometer-Ding. Holen wir mal was Neues. Ich hol eine Kamera. Ja, das will ich auch tun. Ah, shit. Ich glaube, nach der Runde muss ich echt langsam mal Pause machen. Meine Hand tut weh. Hast du auch eine Kamera? Ich habe auch eine Kamera. Stellst du die auf Bisas Leiche? Auf Bisas Leiche. Also nee, so dass du... Sind wir safe? Weiß nicht. Wolf, dein Mikro spinnt. Ja, Mikro von Wolf spinnt. Aber ich habe keinen Ausschlag bei mir im Dings. Okay, jetzt geht's auch wieder. Vorhin hast du irgendwie krrr, krrr gemacht. Okay, komisch. So, noch eine Kamera. Das ist wieder komisch gemacht. Jetzt geht's auch. Inari noch am Leben? Ja, gerade so. Sehr gut. Ich bin hier weggelaufen. Kann mal jemand meine Kamera überprüfen, die ich in den Nebenraum gestellt habe? Damit stimmt, glaube ich, irgendwas nicht. Welche Kamera meinst du denn? Und wo im Nebenraum? Sicher. Also ich hab jetzt noch nee. Eine. Was ist das denn? Ich weiß nicht. Das kommt immer wieder und dann schaltet er die Kamera wieder weg. Also das hier ist die, die ich hingestellt habe. Das ist die zu Bisa zeigt. Ja. Sollen wir mal die Nachtsicht an. Oh, das sehen wir aber nichts. Das ist die Nachtsicht. Das ist die Nachtsicht. Okay. Das ist whatever. Whatever this is. Ja, das ist die 16. Außerdem ist, glaube ich, gerade wieder Party. Ja, drinnen ist wieder Party angesagt. Ja, dann lass uns mal auf die 14 gucken. Nämlich die von Bisa wegguckt. Ist das mal? Nein, das ist die ich auf Bisa gestellt habe. Das ist die ich auf Bisa gestellt habe. Aber meine, die ich in den Nebenraum gepackt habe? Ja, das ist die 15. Ne, die 15 ist die ich von... Die auf Bisa drauf guckt. Ja, die im Nebenraum, die backt irgendwie. Die muss ich nochmal holen gehen. Die 16er weiß ich nicht, wo du die hin hast. Die ist, als ob so umfeldgleich. Die steht eigentlich im Nebenraum und sollte in den Gang gucken, aber irgendwie backt die.
Ja, die macht irgendwie komische Sachen. Und jetzt ist sie ganz weg. Jetzt ist die 16 ganz aus. Jetzt sind es nämlich nur noch 15 Kameras. Okay. Inari, du lebst noch? Inari ist tot. Inari tot. Wolf, du hast nur noch 2%. Komm her und fress Pillen. Und ich hab 0%. Jeder einmal Pillen fressen, Minimum. Aber das sieht nicht gut. Ja, ich fress zwei, ich geh nochmal rein. Sieht aber nicht gut aus. Was haben wir denn bis jetzt? Wir haben ja noch gar nichts, oder? Ich vermute, das ist ein Jura, ey. Weil? Warum? Weil die Sanity so schnell Ja, okay, das könnte natürlich ein Grund sein. Das ist ein guter Grund. Hallo? Unsere Geister weisen uns auf das Dot hin. Okay. Ich sehe halt an dem Dot nichts. Vielleicht habe ich die andere Kamera zu weit weggestellt, weil hier sehe ich nicht viel. Guck mal, meine andere Kamera sollte wieder funktionieren. Die habe ich zum wieder. Nee. Ich habe nur die hier. Die 16er ist nicht da. Hä? Aber die habe ich doch eben gerade wieder in Gang gebracht. Nee, 16er geht nicht. Ich geh doch mal rein. Was? Ich nehme noch eine mit. So. Wir haben keine Gestelle mehr. Doch, da. Doch, eins haben wir noch. Eins haben wir noch. Also ich sehe dich, aber ich sehe. Warte mal, jetzt mach ich. Guck mal auf die 16. Ja, jetzt funktioniert. Also die 16, die du jetzt hast, die funktioniert. Die sehe ich. Aber auf die du jetzt drauf guckst, die sehe ich nicht. Also die da. Genau die. Die geht nicht. Nimm die mal nochmal hoch und nimm die mal raus. Ganz raus. Aus dem Gebäude. Vor allem kriegt die Nachtsicht nicht immer gescheit. Und schon geht die 16 wieder nicht. Irgendwas stimmt in diesem Raum nicht. Irgendwas stimmt mit insgesamt was nicht. Weil ich gehe auch die Nachtsicht kriege ich nicht mehr an. Ich krieg sie nicht an. War doch eben an. Ja, jetzt gerade fühlst du nicht. Jetzt geht's wieder an. Okay. Oder ist das Nachtsicht? Die Nachtsicht ist voll das wenig. Das ist Nachtsicht. Okay. Ist voll schwach. Also ich würd fast wirklich auch auf den URI tippen. Weil ich wüsste gerade nicht, wie wir da rein wollen. Was hat ein URI noch? Lass mal gucken. URI. Geisterorb. Also dann Jurei. Ne, das ist Spirit. Geisterorb und Gefriertemperaturen, aber wir haben keine Gefriertemperaturen. Wir haben keinen Geisterorb. Also eher mehr weniger. Ich habe halt auch den Dots-Projektor halt gar nichts gesehen. Ja, unsere Geister.
war offenbar. Kann ja nochmal mit dem EMF oder so reingehen. EMF hat 2, habe ich gemessen. Okay. Okay. Gehen wir so doch mal chronologisch durch. Spirit hätte EMF, passt nicht. Gespenst hätte EMF, passt nicht. Phantom wären Fingerabdrücke und Geisterbox. Ja, dann gehen wir mal mit der Geisterbox rein und. Geisterbox. Und. Du hast keine Sanity, lass mich rein. Ich habe auch noch 40. Aber warte mal, es müssen ja nur die sein, die auch das Dot haben. Ja, hat er. Phantom hat Geisterbox und Fingerabdrücke. Gut. Sehr gut. Dann soll ich mal mit dem Schwarzlicht reingehen? Wenn du möchtest, ist aber riskant, ne? Ja, riskant ist so oder so. Aber du hast auch nur 62, also ist nicht viel. Ich kann dir es ja geben. Dann geh du rein. Dann ist das hier, das ist jetzt die Wolf-Aufgabe. Ja, aber du brauchst ja für den Stream auch noch ein bisschen was zu sehen. Ich war jetzt die ganze Zeit drin. Na dann, lass mich da rein. Fingerabdrücke. Ja, habe ich mir gedacht, weil das andere hat nur noch EMF gehabt. Komm raus. Wenn du dir noch eine Kamera schnappst, können wir die auch noch fotografieren. Oder ich geb dir meine Kamera. Ich hab Schwarzlicht und Kamera gerade da. Wo sind sie denn? An der Tür Innenseite. Also rechte Tür Innenseite. Soll ich wieder auf Schwarzlicht, oder? Hab so. Okay. Gut, das hat ja jetzt nochmal gut funktioniert. Ja. Dann ist es ein Phantom. Dann ist es ein Phantom. Geister bitte Phantom eintragen. Das noch nicht habt. Nochmal ein Phantom. Phantom of the Opera is there behind. Gut, wir könnten noch eine Kerze reinbringen, wenn wir wollten. Wieso, muss er da eine auspusten? Kerze ausblasen. Na dann. Dann nehme ich mir noch eine Kerze. So, erstmal Fotoapparat weg. Schwarzlicht weg. Kerze nehmen. So. Anmachen. Kerze anmachen. Gut, bin drin. Ich brenne derweil so ein Ding. Ah, das sieht schick aus. Sag ich doch, ist schick. Blas die Kerze aus. Habt ihr jetzt erstmal dahingestellt? Mal gucken, ob er so ausblustet. Bisher nicht. Hast du ihm gesagt? Na klar, hab ich ihm gesagt. Ich komm einfach mit noch mehr Kerzen. Du willst ihn jetzt mit Kerzen zu bombardieren? Oh ja.
wenn nicht, fahren wir einfach. Eine noch. Leg die Kerze einfach auch direkt auf Bisams Leiche. Haben wir eigentlich ein Foto von Bisams Leiche gemacht? Von Bisa ja, von Inari nein. Ich weiß, wo sie liegt. Ich weiß nicht, wo sie ist. Lass die Kerze aus! Lass die Kerze aus! Ich vertraue der ganzen Sache nicht. Ja, wenn nicht, fahr mal ab. Sind noch nicht ausgeboostet. Nee. Das Problem ist, wenn ich jetzt da reingehe, um da Rambazamba zu machen, ist auch nicht so einfach. Ja, dann bist du tot. Komm, wir fahren ab. Dann fahren wir. Das Phantom der Oper, bitte alle eintragen, habt ihr schon. Wir fahren. Und das ist ein Phantom. Sehr nice. Der Opa! Opa. Vor allen Dingen, ich finde es schön gewesen, dass ich habe mich auf den Slot konzentriert, weil ich meinen Todespunkt begutachten wollte und auf einmal läuft der Geist da durch. Und ich denke mir so, scheiße, meine Leiche liegt genau wie dort drauf. Wie soll ich es jetzt meinen Kameraden mitteilen, dass ich da, dass da der Geist durchgelaufen ist. Ja, du hast gut die Kaffeebecher auf das Dot geschmissen. Ja. Ich hab mir so kurz vor meinem Tod gedacht, ach, ich bin jetzt tot, weil ich gegen eine Wand gelaufen bin. Also ist jetzt einfach das Dot. So. Um mich richtig so, aufmerksam jetzt zu Spielewechsel? Machen. Ja. Du dachte, ja. Du möchtest jetzt einmal noch Minigolf spielen. Ja, bitte. Bitte. So, dann wollen wir hier Spiel verlassen. Also ich muss gestehen, mir gefallen die Veränderungen. Die sind echt nice. So, Inari muss ich jetzt erstmal entmuten. Sonst funktioniert das nicht. Oh, sollte mich auch entmuten, sonst funktioniert das nicht. Ich musste noch Inari entmuten. Ja, Inari habe ich auch entmutet. Ja, aber die Veränderungen sind echt, echt. Also da haben sie richtig was geschafft. Da haben sie richtig gute Veränderungen geschafft. So, die Sache ist, welches habt ihr von beiden? Weil ich glaube, der Wolf hat nur eins von beiden. Nee, du hast mir doch mal das andere auch noch gegeben. Ah, stimmt. Ja, dann Inari, du darfst dir aussuchen. Golf Fit oder Golf with Friends? Du musst dich noch muten. Ich bin für Golf Fit. Für Golf Fit, gut. Dann Golf Fit. Dann. Muss ich erstmal gucken, wo ich es drin hab. In welchem? Ich starte einfach mal das hier und hoffe, dass es da drin ist. Die Capture-Aufnahme.